Guten Tag und hallo, meine Damen und Herren. Überflüssige Büros sind das neue Betongold in Frankreich. So schrieb das Magazin Der Spiegel erst vor wenigen Tagen. Action Logement, ein großer Träger im sozialen Wohnungsbau, habe 2020 eine Tochterfirma aufgebaut, die Gewerbeimmobilien bewohnbar macht. Das Unternehmen wolle in den nächsten 3 Jahren für 1 Milliarde Euro 20.000 Wohnungen schaffen. Auch große Baufirmen stiegen in das Geschäft ein. Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne habe derweil angekündigt, die Umwandlung von Büros in Wohnungen erleichtern zu wollen. Sie sehe darin die Chance zu umweltfreundlichem Bauen. Weniger Beton werde verbaut, auch würden keine neuen Flächen versiegelt. Das seien alles Vorteile. Aber in Deutschland, da käme das Geschäft trotzdem nicht so recht in Gang. Wirklich? Tut sich da nichts? Meine Damen und Herren, wir müssen und wir wollen reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Green Cities 2035. Unser Thema heute: Bauwende vor Ort, Baustoffe wiederverwenden und das Klima schonen. Toll, dass Sie alle dabei sind. Wie sieht das zukünftige Bauen aus? Wer denkt da bereits was vor? Was ist zu tun? Das wollen wir besprechen. Mein Name ist Hanna Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Klima- und Wirtschaftspolitik. Als erstes müssen wir jetzt noch einmal unsere Gastgeberinnen fragen. Muss das wirklich sein? Die Kommunen haben doch wirklich schon genug zu tun mit der Verkehrswende, mit der Energiewende und jetzt auch noch eine Bauwende. Das sagen Sie uns jetzt selbst. Unsere Gastgeberinnen sind Sabine Drewes, Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, und Ulrike Wolf, zuständig für Fortbildung und Wissensvermittlung beim Deutschen Institut für Urbanistik, dem DIFU, auch in Berlin. Ich sage schon mal Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für die Einladung. Aber Sabine Drewes, können Sie die Leute verstehen, die in den Kommunen möglicherweise sagen, Bauwende, och, nicht auch das noch? Ja, herzlich willkommen auch von mir, von Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung zu Green Cities 2035 zum Thema Bauwende vor Ort. Schön, dass Sie da sind. Warum müssen wir auch in Kommunen über die Bauwende reden? Der Bausektor ist ja ein sehr bedeutender Sektor in Deutschland, und gerade in großen Städten ist auch der Ruf nach mehr Bauen, mehr Neubau, speziell bezahlbarem Wohnbau auch sehr laut. Die Art und Weise, wie aber gebaut wird, hat einen sehr negativen Effekt auf das Klima und Ressourcen. Rund 40% der CO2-Emissionen und mehr als 50% des gesamten Müllaufkommens der Bundesrepublik gehen auf das Konto des Bauens. Also ist die Frage natürlich, wie kommen wir weg von dieser Art des Bauens? Und Kommunen können natürlich sehr viel tun. Die Bauleitplanung ist in ihrer Verantwortung, aber Kommunen haben auch eigene Liegenschaften. Also sie planen, bauen und bewirtschaften viele Gebäude, können also Vorreiter sein, Netzwerke initiieren und Modellprojekte machen. Viele Kommunen haben das auch schon verstanden und gehen das an. Es gibt Aktionskreise, Stabsstellen werden eingerichtet, aber wir haben den Eindruck, dass anders als bei der Energiewende das Thema nachhaltiges Bauen erst am Anfang steht der Umsetzung. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch sehr, dass wir wieder sehr interessante Referenten hier eingeladen haben, die selber Projekte nachhaltigen Bauens realisiert haben und sie uns vorstellen werden und die alle auf der kommunalen Ebene aktiv sind. Und mit ihnen wollen wir diskutieren, wie kommen wir zu einer Kreislaufwirtschaft im Bausektor und zu einem verstärkten Umbau bestehender Gebäude. Also ich freue mich sehr auf die spannende Diskussion mit unseren ReferentInnen und natürlich auch mit Ihnen als Teilnehmer der Veranstaltung. Mein Dank geht erstmal an alle, die an der Vorbereitung dieser Veranstaltung beteiligt waren, an das DIFU und das Team der Heinrich-Böll-Stiftung. Soweit von mir. Ja, vielen Dank. Da stehen viele Kommunen noch am Anfang, sagen Sie. Das DIFU hat ja mal einen sehr, sehr guten Überblick, ne? Die Kommunen haben viele Liegenschaften, die können darum sehr viel machen. Wie schätzen Sie die Lage ein, Ulrike Wolf? Ja, erstmal von weg auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass so viele Vertreter aus den Kommunen da sind und darüber hinaus. Ja, auf deine Frage, Hanna.
Es passiert schon an einigen Stellen sehr viel. Also gerade auf der Quartiersebene, so im Zusammenhang mit klimaneutralen Quartieren, gibt es schon viele Erfahrungen oder viele, das Bewusstsein ist da und viele versuchen neue Konzepte. Schwieriger ist es auf der gesamtstädtischen Ebene. Es gibt schon langjährige Erfahrungen mit dem Thema Materialien, also Holzbau, also sowohl im Wohnen als auch Gewerbe. Wo es schwieriger wird, ist die Kreislaufwirtschaft. Hier gibt es so ein paar Städte wie München, Kiel, die schon ziemlich weit oder mutig sind. Das hat natürlich einen viel weiteren Fokus als nur die Bauwende. Und was das Problemkind ist, ein Thema, das wir schon am längsten am DIFU bearbeiten, seit den 90er Jahren ganz groß, das Thema Flächenverbrauch, Flächensparen. Und da passiert sehr, sehr wenig. Das ist sehr schwierig, wirklich in die Tat umzusetzen. Grundsätzlich aber gibt es ja viele Anknüpfungspunkte. Wie ja Sabine auch schon meinte, es gibt viele Hebel und auch viele Bezugspunkte oder Schnittflächen zu anderen Themen, Thema Flächensparen, Energieeffizienz, Wärmeplanung, Kreislaufwirtschaft geht ja darüber hinaus. Das kann man immer strategisch verknüpfen. Aktuell auch die Wärmeplanung. Aber ich denke, der Fokus heute ist ganz gut. Das DIFU spannt immer alles sehr breit auf, die Themen und die Schnittstellen. Aber mal ein bisschen tiefer zu bohren und die Akteure heute hier zu haben, also auch von Unternehmensseiten, da bin ich sehr gespannt und freue mich auf den Austausch. Wunderbar, herzlichen Dank, Ulrike Wolf, Sabine Drewes. Erst gestern hat ja auch das Bundeskabinett eine Holzbauinitiative beschlossen. Der Bund will bei seinen eigenen Bauvorhaben als Vorbild vorangehen, auch Forschung und so weiter voranbringen. Da tut sich derzeit einiges und gefragt sind eben alle Ebenen auch, meine Damen und Herren. Und darum sind auch Sie alle herzlich eingeladen, Ihre Erfahrungen, Anregungen hier einzubringen. Am Anfang, wir haben es schon von Sabine Drewes gehört, bekommen wir einen kurzen Input und Ideen, wie eine Bauwende so gelingen kann von unseren Gästen, die sich in Wissenschaft, Praxis und Politik im Grunde tagtäglich damit befassen. Und dann diskutieren wir das alle zusammen. Falls Sie nur kommentieren möchten, sich vielleicht auch austauschen wollen mit anderen im Publikum, schreiben Sie das gerne alles in den Chat. Anders ist das, wenn Sie Fragen und Ideen für unsere Gäste, die Vortragenden haben, dann schreiben Sie dieses in das Fragen- und Antwort-Tool. Sabine Drewes und Ulrike Wolf und ich, wir beobachten das alles, versuchen so viel wie möglich davon an unsere Gäste weiterzuspielen. Sie können dort auch Fragen anderer voten, die Ihnen wichtig erscheinen. Sie müssen also nicht alles selbst schreiben und Sie können Ihre Hand heben, wenn Sie selbst Ihre Fragen stellen wollen, mit oder ohne Video. Ich versuche, alle Hände zu sehen und sie dann aufzurufen. Das Bauen ist so umweltrelevant wie sonst nichts, schrieb die Süddeutsche Zeitung neulich. Und das auch deshalb, weil das Bauen mit einer Bruttowertschöpfungskette von 645 Milliarden Euro, eine Zahl aus 2021, der ökonomisch stärkste Sektor in Deutschland sei, weit vor der Autobranche. Tja. Unser erster Gast hat schon vor gut 20 Jahren Gebäude aus Naturstoffen erdacht. Damals allerdings sei er noch ausgelacht worden, heißt es. Heute ist das anders, völlig anders. Heute hat seine Stimme großes Gewicht. Bei uns ist, ich freue mich sehr, Eike Roswack-Klinge, Professor für Baukonstruktion und klimaadaptive Architektur an der Technischen Universität Berlin. Außerdem Geschäftsführer des Büros ZRS Architekten. Und er leitet das Natural Building Lab, das sich mit dem nachhaltigen Bauen befasst. Wie lässt sich der Bausektor klimafreundlich umgestalten? Das hören wir jetzt. Herzlich willkommen, Professor Eike Roswack-Klinge. Ihr Screen, bitteschön. Danke sehr. Vielen Dank für die Einladung und die netten Begrüßungsworte. Ich will gar nicht lange vorwegreden, würde, glaube ich, direkt in die Freigabe starten. Und hoffe, dass ich jetzt im Fullscreen zu sehen bin. Und genau, die Bauwende, ja, und vor allen Dingen die Baustoffe wiederverwenden, das ist die große Fragestellung. Ich werde eine für viele vielleicht auch etwas schwer erträgliche These jetzt hier vorstellen oder versuchen, die dann doch auch sehr scherenschnittartig wird an manchen Stellen. Aber wir versuchen uns an der Hochschule halt so ein bisschen Leitbilder zu verschaffen, nach denen wir Handlungsrahmen überhaupt in dieser sehr ja, offenen, von Fragen geprägten Welt zu suchen. So, jetzt hoffe ich mal, dass es geht. Ja, wir haben heute den 22.06.23. Die Zeit rennt. Wir fahren quasi mit höchster Geschwindigkeit und mit steigender Geschwindigkeit noch weiter in
das Unglück mehr oder weniger oder auf diese Betonwand zu. Wir wissen alle von 2030 und 2045 mit den Zielen, die damit verbunden sind, das 1,5-Grad-Ziel, Paris etc. Das ist uns allen bekannt. Das Handeln ist leider nicht dem entsprechend. Und ich will jetzt mal so ein paar Zahlen zum Bauen zeigen. Also diese 40% CO2-Emissionen, das ist, glaube ich, schon jetzt durch die ganzen Diskussionen der letzten Monate wirklich allgemeingut, was oft nicht betrachtet wird oder uns auch selber noch lange nicht klar war, dass das Müllaufkommen in Deutschland zu 55% aus dem Bausektor kommt. Also es ist im Wesentlichen diese Abbruchmaßnahmen, die Sie hier sehen. Und Schäden, die wir da, also Abfälle, die wir aus diesem Sektor bringen, sind 55%. Eine Zahl, die wir ganz frisch noch gefunden hatten, sind 92% der mineralischen Ressourcen, die wir dem Boden entnehmen, gehen in das Bauen. Also das Bauen ist das zentrale Problem, mindestens für die Hälfte aller Sorgen verantwortlich. Und wir suchen quasi nach etwas, was, wie wir hier links sehen, einer wachsenden Weltbevölkerung, die auf 10 Milliarden hochgehen will, verschwindende Ressourcen. Sie sehen es hier rechts an den Öltropfen oder diesen Peak Oil, den wir wahrscheinlich überwunden haben, den schwindenden Sandressourcen und so weiter, nach irgendetwas, was wir vielleicht, so nennen wir das immer, das Bauen oder Leben in planetaren Grenzen benennen wollen und suchen halt nach einem Modell, wo wir quasi aus diesem linearen Prozess, wo wir nur wegwerfen und konsumieren, hin zu einem Kreislauf kommen, wo wir quasi ein Zusammenleben zwischen Mensch und Natur oder ein Leben des Menschen in der Natur oder in den Ressourcen dieses Planeten überhaupt noch ermöglichen können. Schmidt-Blick hat das 2003 schon mit Faktor 10 beschrieben. Das ist dann in die Modelle der 1000-Watt-Gesellschaft oder auch der 2000-Watt-Gesellschaft übergegangen. Auch das Umweltbundesamt mit seinem CO2-Rechner kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Wir sind nach Uber bei ungefähr im Mittel 11 Tonnen pro Person CO2-Äquivalent und müssen eigentlich auf eine Tonne runter. Das ist im Wesentlichen natürlich CO2, aber viele andere Stoffe, die in dem Äquivalent quasi mit betrachtet werden. Ich zitiere gerne diese Studie von dem Uber, was quasi diese planetaren Grenzen versucht wiederzuspiegeln. Das ist also Ressourceneffizienz und Klimaneutralität. Planetare Grenzen zu erreichen, verbindet das Umweltbundesamt zwingend, also mit der Ressourcenfrage und nicht nur dem CO2, also nicht nur Klimagasen, sondern auch dem Entnehmen von Stoffen. Wir sehen das hier links in dem Diagramm, also 95% minus, das sind die CO2, also die Treibhausgasemissionen, das ist uns allen bekannt. Aber darunter die Zahl, die ist uns im Wesentlichen, glaube ich, nicht vertraut, das sind minus 60% bei der Entnahme von Rohstoffen. Wir müssen also die Rohstoffentnahmen massiv reduzieren, um ein Überleben auf dem Planeten ermöglichen zu können. Und das muss so um die 60% sein. Die Lösungspfade, die in der Rescue-Studie dann entstehen, sind im Prinzip so die Fragen der Kopplung der Sektoren oder auch die Betrachtung der unterschiedlichen Sektoren. Wir sehen hier unten rechts die Industriewende und die Wärmewende dazwischen irgendwo anzusiedeln, ist die Bauwende. Und die Rescue-Studie oder das Umweltbundesamt sagt, es gibt eine Kopplung zwischen der Agrarwende, also Forst- und Waldwirtschaft, insbesondere aber auch der Agrarwirtschaft. Und wir müssen quasi biogene Stoffe zur Substitution, also zum Ersatz von fossilen Baustoffen anwenden, dass wir quasi auf Zement und Beton und Stahl verzichten können. Das ist im Hochbau relativ einfach darstellbar. Und wir müssen auch in dem Bauen damit quasi CO2-Speicher schaffen, damit wir quasi in geringem gewissen Maß auch dann CO2 der Atmosphäre entziehen können. Also das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen und die Kreislaufbauwirtschaft, der Verzicht auf fossile Ressourcen, das ist die zentrale Aufgabe. Da will ich jetzt mal so ein paar Zahlen weiter verfolgen. Wir sehen hier in der Mitte das anthropogene Lager, das sind 52 Milliarden Tonnen, also das, was wir an Stoffen quasi der Erde entnommen haben und in Deutschland in unsere wunderbaren Häuser gebaut haben, in den ganzen Beton der Straßen etc. Jährlich kommen da von links dazu ungefähr 700 Millionen Tonnen. Das sind 500 Millionen Tonnen inländisch, 200 Millionen Tonnen knapp Importe. 200 Millionen Tonnen gehen im Prinzip auch wieder raus aus dem System. Also das ist das, was wir, also die 500 Millionen Tonnen ist das, was wir quasi jährlich in Deutschland dem anthropogenen Lager zufügen. Und da müssen wir jetzt den Reduktionspfad einschlagen. Wenn wir mal ins Detail schauen, das ist hier der Mittelblock,
Zahlen von 2010, als dieses Betrachtungsmodell quasi vom Uber und anderen aufgesetzt wurde. Da sehen wir in der Mitte von den 700 Millionen Tonnen sind 500 Millionen Tonnen das Bauen. Das ist dann getrennt nach Hochbau und Infrastruktur. Also der Gebäudesektor sind die Hälfte von diesen 500 Millionen Tonnen und die andere Hälfte ist die Infrastruktur. Wenn wir jetzt über Verzicht oder Substitution nachdenken, werden wir feststellen, dass wir in der Infrastruktur überall erdberührend sind im weitesten Sinne. Wir werden Autobahnbrücken nur schwer aus Holz bauen können. Auch Straßen werden wir schlecht aus Holz bauen können. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem, diese Bedarfe nur zum Erhalt der Infrastruktur in der Größe, wie sie ist, versorgen. Also da stehen wir vor gigantischen Problemen. Wir müssen also alles, was wir aus dem Hochbau, aus dem Gebäude rausnehmen können, müssen wir rausnehmen. Das heißt, der Weg dann, wenn es nicht Kreislaufwirtschaft ist, in die nachwachsenden Rohstoffe. Das ist mein spannendstes Diagramm. Das ist die Bevölkerungsprognose für Europa bis 2100, also die nächsten 75, 77 Jahre. Man geht davon aus, dass man in Europa und in Deutschland sehr ähnlich ein leicht sinkendes Bevölkerung hat. Das heißt, es wird dann in den nächsten 80 Jahren um -10% gehen. Man hat jetzt bis 2035 vielleicht noch Zuwächse und danach kommt halt einfach das Altern der Gesellschaft so stark hinterher, dass wir dann quasi schrumpfende Gesellschaften haben. Die werden wir auch nicht durch den Zuzug, den wir aktuell prognostizieren, auskompensieren können. Wenn wir das sehen, sehen wir, dass wir natürlich keinen Bedarf an neuen Häusern haben, weil keine Leute zuziehen. Es ist sogar noch viel dramatischer. Das Umweltbundesamt sagt in der Rescue-Studie, zur Erreichung der planetaren Grenzen müssen wir von den aktuell 50 Quadratmetern Wohnfläche, also Konsum an Wohnfläche, eigentlich auf 40 Quadratmeter runterkommen. Bei einer gleichbleibenden Bevölkerung heißt das bis 2045 einen virtuellen Leerstand von 20%. Das heißt, jedes fünfte Haus in der Stadt würde leer stehen, wenn wir planetare Grenzen erreichen wollen, wenn wir also anfangen, den Konsum zu reduzieren. Und das ist ein zwingendes Ziel und das kann man von dem Wohnen auf das Büro und so weiter, auf andere Nutzflächen übertragen. Das heißt, wir brauchen nichts Neues. Es ist ganz klar, Daniel Fuhrhoff fordert hier insbesondere auch bezogen auf die Nutzung in Anspruchnahme von Land, aber auch die Reduktion von Nutzflächen. Also wir brauchen definitiv nichts Neues, um in die Zukunft zu gelangen. Wir müssen quasi das gesamte Denkmodell ändern. Hier habe ich noch das Reduce, Reuse, Recycle. Eigentlich müsste da ein Refuse drüber, also ein Hinterfragen überhaupt von Bedarfen. Das wäre diese Frage von 50 auf 40 Quadratmeter kommen. Ist natürlich schwer umzusetzen, aber wir müssen eigentlich erstmal alle Bedarfe hinterfragen. Und ich glaube, dass wir fast alles, was wir im Bürobereich gerade denken, in Bezug auf effizientere Strukturen, aber auch viel Homeoffice und so weiter, massiv hinterfragen können. Und wir müssen dann versuchen, wenn wir Bedarfe überhaupt haben, die in Bestände zu kriegen. Also nach dem Reduzieren gehen wir in das Reuse. Wir müssen also in bestehende Gebäude gehen. Wenn wir eine leerstehende Sporthalle haben oder eine leerstehende Shopping Mall haben, dann müssen wir da vielleicht versuchen, eine Schule drin unterzubringen oder in einem leerstehenden Hotel halt vielleicht Studierendenwohnungen. Und da im Prinzip das Umdenken des Bestandes ist die große Aufgabe, den Bestand erhalten und nicht zerstören, ist das große Ziel. Wir dürfen eigentlich nicht auf die Ebene des Recyclings kommen, wo wir anfangen, Beton zu zermahlen. Der Beton muss eigentlich erhalten bleiben, weil wir da am Ende der Stoffkette im Kreislauf nur noch 30 bis ja, vielleicht irgendwann mal 70% des Stoffes wiederfinden und ganz viel zusätzliche Ressourcen im Sinne von frischem Zement und so weiter zufügen müssen. Das ist also nur schon die Ausnahme. Wir diskutieren ganz stark das Recycling gerade, aber eigentlich müssen wir da gar nicht hinkommen. Wir dürfen nichts verbrennen und nichts deponieren. Also solche schönen Gebäude, das ist jetzt, meine Mutter würde das aus der westdeutschen Sicht als Plattenbau bezeichnen. Das ist natürlich kein Plattenbau, eine ehemalige Schule im Osten der Stadt in Berlin hier. Das ist also eine Schule mit einem Skelettbau, die abgerissen wurde. Da hat das Land Berlin zum ersten Mal Sortenrein rückgebaut. Da hat man also 8 Monate alle die schönen Schadstoffe, die wir in den letzten 70 Jahren in den Baubestand reingebracht haben, nach und nach aus diesem Gebäude rausgebracht und versucht, die Stoffe alle wieder in einen Stoffkreislauf zuzuführen. Das sortenreine Trennen hat sehr gut geklappt. Das Zuführen, glaube ich, relativ schwierig. Der ganze Prozess hat für den ganzen Innenausbau, die Fassaden, 8 Monate gebraucht. Und nach dieser Zeit standen noch 80% der Ressourcen. Das ist der Rohbau. Und den dürfen wir auf keinen Fall mehr in Zukunft zerstören. Also wir müssen diese Ressource, die dann vielleicht noch 80% der Ressourcen beinhaltet, die müssen wir in jedem Fall erhalten. Wir dürfen den Bestand
nicht mehr zerstören. Da sind unglaublich viele CO2-Emissionen und auch Ressourcen verbaut. Die dürfen die nicht mehr zerstören. Wir müssen Stoffströme neu sortieren. Das werden wir heute, glaube ich, relativ intensiv diskutieren. Hier ist es mal dargestellt am Hand des Altholzes. Wir haben 10 Millionen Tonnen Altholz, die jährlich aufkommen. Das sind natürlich auch Spanplatten und alte Möbel, aber es sind auch Dachbalken bis zum gewissen Anmaß. Und diese ganzen Sachen gehen zu über 90% in die stoffliche Verwertung. Das ist das, was hier rechts aus dem Bild rausgeht. Das ist alles in die thermische Verwertung, also in Müllverbrennungsanlagen, im Kleinen wie im Großen. Also hier in Berlin werden es die großen BSR-Betriebe, die freuen sich über diesen Brennstoff. Das darf natürlich nicht mehr passieren. Wir müssen diesen Strang komplett in die stoffliche Nutzung überführen. Das ist im Moment mit 7% nur die Spanplatte, also auf der untersten Nutzungsstufe. Aber wir müssen eigentlich diese schönen Balken wiederverwenden. Da gibt es auch im großen Teil, da kommen wir vielleicht in der Diskussion nachher detaillierter drauf, da haben wir ein bisschen mit dran gewirkt, also Andrea Klinge, meine Frau und ich, die in dieser Normungsroadmap Circular Economy, die halt versucht, die gesamte Normung auf Kreislaufwirtschaft umzustellen, weil wir im Moment auf eine fossile Wirtschaft und auf eine Konsumwirtschaft ausgerichtet sind. Man hat da diesen Sektor Bauwerke und Kommunen zusammengefasst. Diese Gruppe haben wir beide zusammen geleitet. Man hat dann im Detail überlegt, welche Felder muss man alle betrachten und wie muss man quasi Kreise schließen. Und sieht dann, dass wir von der kommunalen Ebene über das Gebäude bis zu den Baustoffen und bis in das Material runter für alle Ebenen quasi die Normung verändern muss, dass wir überhaupt Materialien im Kreislauf halten können. Im Moment wird fast alles, was wir rückbauen, zu Müll und damit muss es quasi entsorgt werden und wir dürfen es gar nicht zurück ins Gebäude führen. Das sind einfach so die ganz einfachen Hürden und dann kommen wir irgendwann dazu, dass wir uns fragen, wie können wir einen alten Balken dann quasi mit einer Statik versehen oder einen alten Stahlträger. Das ist, glaube ich, so der Normungspfad. Ein Steckenpferd von uns ist das Low-Tech-Bauen. Das ist ganz wichtig für den großen Pfad der Bauwende, dass wir quasi die Technisierung reduzieren. Das hat auch der Bund erkannt. Hier ist es also das BBSR, was mit uns an der Hochschule quasi Symposien zum Thema Low-Tech-Bauen machen. Das nächste ist im nächsten Jahr im Mai auch. Und dazu gibt es wunderbare Videos auf der Webseite von Natural Building Lab, also ndl.berlin oder auch des BBSR. Unser eigener Pfad dazu ist das Bauen mit Naturbaustoffen, die quasi Feuchte steuern können. Das sind im Prinzip Lehm, Naturfasern und Holz. Daraus bauen wir Gebäudehüllen oder Häuser, die quasi Feuchte puffern können, die diffusionsoffen sind. Und damit können wir auf Lüftungstechnik reduzieren. Das ist vielleicht so ein ganz kurzer Querschnitt dazu. Und wir bauen halt im Prinzip im Wesentlichen unsere Gebäude komplett ohne Lüftungstechnik. Und dann können wir da sehr viele Ressourcen einsparen. Wenn wir mal in die Beispiele gehen, also den Pfad des kreislaufgerechten Bauens und des Low-Tech-Bauens mal in Beispielen anschauen. Das eine ist eine historische Torfremise, die ist 1810 geschlagen in den Alpen, statt dann in Kolbermoor in einer alten Industrieanlage auf einer Spinnerei. An der Hand der Zimmermannszeichen haben wir erkennen können, dass das Gebäude mal zweigeschossig war, mal länger war, dass es also mindestens schon drei Leben hatte, also drei Standorte wahrscheinlich auch hatte und sollte jetzt dann in die thermische Verwertung gehen. Das sind wunderbare gehackte alte Balken. Und die Bauherren hier, Stefanie und Emanuel Heringer, haben sich in den Kopf gesetzt, das Haus zu retten, weil sie da ihr Lager für die Weiden, den Korbflechter und sie ist Schmiedemeisterin und haben gesagt, okay, wir bauen da unser Wohn- und Arbeitshaus rein. Man hat also das Haus rückgebaut, eine neue Gründung gebaut, das Holz alles gelagert, repariert, gewaschen und das Haus auf einer neuen Gründung wieder aufgerichtet. Das steht also im Prinzip da, jetzt zu dem Zeitpunkt das originale Gebäude wieder und hat dann in das Gebäude rein dieses Low-Tech-Haus hochdämmend ohne Lüftungstechnik konzipiert mit uns zusammen. Und dann haben wir da zimmermannsmäßig den Holzbau integriert, Naturdämmstoffe eingebaut und Lehmputze eingebracht, die wir jetzt hier in der braunen Farbe sehen. Und dann mit weißen Edelputzen, das sind also weiße Lehm-Edelputze, also die haben dieselbe Mischung und Performance, also feuchte Performance, wie die darunterliegende braune Schicht und sind aber sehr modern quasi und im Antlitz sehr schön geseifte Fichtenböden, die hier drin liegen oder Tannenböden und die auch wieder verwendbar sind und nicht mit Chemie behandelt sind, auch mit der Bauphysik mitwirken. Und so kann also das Bauen bezogen auf das kleine Gebäude im Kreislauf stattfinden. Hier sieht man ganz schön, wie das Wohn- und Arbeitsgebäude sich mit Lager dann in diese Torfremise integriert.
Auf den Bestand bezogen, das ist, glaube ich, der Hauptpfad, den wir jetzt begehen müssen. Hier ist es mal ein Verwaltungsgebäude im Tierpark in Berlin. Der hatte so 7 Zentimeter dicke Fassadenpaneele mit Wärmedämmstoff in Gips gegossen. Das war mal eine Innovationsfassade. Da ist im Prinzip der Wind 1:1 durchgegangen. Alle Fugen waren offen, die Fenster kaputt. Die Dämmwirkung dieses Bauteils sehr minimal. Man wollte also nur das Gebäude dämmen. Und wir haben dann ein Konzept entwickelt, wo wir gesagt haben, wir stülpen quasi ein Holzhaus als vorgehängte Fassade über das Gebäude. Dann hat sich herausgestellt, dass diese bestehende Fassade, dass wir da die Verankerung der neuen Fassade nicht durchgekriegt haben. Deswegen mussten wir leider die alte doch runterziehen und haben dann quasi ein neues Haus als Hülle über den bestehenden Bestand drüber gestülpt. Hier sieht man mal links so ein Baustellenbild. Wir haben dann rückgebaut und dann einen 3D-Scan erzeugt und dann just in time diese Panels vom LKW aus dem Berg direkt an die Fassade gehängt und dann dieses Haus quasi neu eingehüllt und dann quasi in der energetischen Performance in unsere Zeit gestellt. Also es ist ein niedrigstes Energiehaus, ist kein Plus-Energiehaus, weil wir keine Kollektoren auf dem Dach haben. Wenn das jetzt selber noch Energie gewinnen würde, eine Wärmepumpe hätte, wäre das Haus sicherlich ein Plusgebäude. Wir haben darauf geachtet, und das war dem Tierpark sehr wichtig, dass der gesamte Innenausbau erhalten wird. Das sind unglaubliche Kosten, aber auch Ressourcen. Hier sind sehr schöne Büromöbel, die da aus den 60er Jahren noch stehen. In den meisten Flächen des Gebäudes sind es einfache so Brettschichtholz, so einfache Sperrholzmöbel, die weiß gestrichen sind einfach, aber der Tierpark wollte das alles genauso erhalten. Und so müssen wir, glaube ich, in der Zukunft denken, nicht den Schallschutzanforderungen erhöhen, sondern möglichst viel erhalten. Hier oben diese Gipskassetten oder auch das Treppenhaus, da sieht man es ganz explizit, diese alten Waschbetonplatten, die alten Geländer, alles das quasi unter Bestandsschutz zu stellen, um Ressourcen zu schonen. Das ist vielleicht die Zukunft. Wie wirkt sich das dann aus? Wir haben das Gebäude mal in der Lebenszyklusanalyse betrachtet, also die Errichtungsphase des Gebäudes betrachtet, wie viel CO2 würde man aufbringen, und haben dann drei Gebäude verglichen. Wir haben das Gebäude, so wie es da steht, quasi, das ist sowas, was wir in den Kommunen heute sehr oft als Aufgabe haben, ein Ersatzneubau, zum Beispiel für eine Schule oder ein Bürogebäude. Was würde also passieren, wenn man das Gebäude abreißen würde und neu errichten würde? Dann würden die, wenn das so quasi mit dem energetischen Standard, wie es heute ist, aber konventionell errichtet wäre, wären das 1000 Tonnen CO2, die man benötigen würde für den Neubau. Wenn man es so neu bauen würde, wie es jetzt da steht, also mit einer Holzfassade und einer Betonkern in der Mitte, dann wären das 750 Tonnen CO2. Und so wie das Gebäude mit dem erhaltenen Rohbau, mit den gesamten Innenausbauten, den Gebäudetechnikteilen, die wir verändert haben, die Bäder, die wir verändert haben, und der gesamten neuen Gebäudehülle mit Fenstern und Holz-Alu-Fenstern, hochdämmend etc., alles das in die CO2-Bilanz führt, dann kann das Holz der Fassade quasi die ganzen anderen CO2-Emissionen mehr oder weniger kompensieren. Damit kommen wir auf eine nahezu Null, also 24 Tonnen oder 26 Tonnen CO2. Das ist dann nichts mehr bezogen auf so ein gesamtes Gebäude. Also wenn wir die Ressourcen erhalten und sanieren, können wir quasi klimaneutral die Gebäude bauseits komplett transformieren. Das ist, glaube ich, die Aussage daraus. Ein schönes Beispiel aus einem Wettbewerb, da haben wir leider nur den zweiten Platz gemacht, und da die Frage Material überhaupt nicht im Zentrum stand, wurden da im Prinzip im Wesentlichen Holzbauten eingereicht im Wettbewerb. Wir haben aber das Thema Kreislauf sehr ernst genommen, ein großer Schulneubau in Gießen. Da ging es um ein Werkstattgebäude, was in so einer Cluster-Compartment-Schule untergebracht wurde. Hier sehen wir auch mal so die Schnitte, die wir da als Wettbewerb eingereicht haben. Das Wesentliche ist aber, dass da eine historische, also eine alte Halle stand, eingeschossig, eine Shed-Dach-Halle, und die Schule hat halt einfach keinen Platz zur Expansion, wollte also vertikal wachsen und hat gesagt, wir brauchen da den berühmten Ersatzneubau. Wir haben da mit unseren Ingenieuren herausgefunden, dass es eine wunderbare Gründung gibt, also einen Keller, Einzelfundamente und darunter einen Kriechkeller für die Technik. Wir haben dann gesagt, wir verbinden diese Einzelfundamente mit ganz wenig Beton, also verstärken die bestehende Gründung, können diese ganze Bodenplatte und alles erhalten und stellen darauf dann das zweigeschossige Gebäude. Also wir nehmen die Gründung nicht weg und bauen die neu, sondern verstärken die nur und setzen dann einen Holzbau zweigeschossig darauf und verwenden die Baustoffe, die in dem Gebäude waren, als neuen Schirm drumherum. Das heißt, wir wollten hier aus dem Rückbau des alten Gebäudes den Stahl für eine neue Gebäudehülle
nutzen und die Leichtbetonpaneele aus den Wänden und Decken dann zu Ballastierung, zu also Schallschutzmaßnahmen in den Holzdecken einsetzen. Also von dem Gebäude sollte im Prinzip kein Müll entstehen. Und das Wesentliche ist natürlich der Fußabdruck der Gründung. Auch hier haben wir das CO2 gerechnet, wiederum nur in der Errichtungsphase, also nicht das End of Life mit betrachtet. Wenn man diese Schule neu konventionell bauen würde, dann würde die 2.500 Tonnen CO2 emittieren. Wenn man das Haus in der Weise, wie wir das gemacht haben, mit dem Erhalt der Gründung, einen Rohbau aus Brettschichtholz da reinbaut und eine Holzhülle drum baut, dann würde man eine Senke von 2.500 Tonnen in der Errichtungsphase machen. Da sieht man, wenn man da mit den richtigen Reglern agiert, kommt man dann doch auch beim Gebäude zu einer Klimaneutralität bzw. CO2-Speichern. Jetzt vielleicht noch ein kleines Projekt, um so zu zeigen, wie wir in der Hochschule arbeiten. Die TU Berlin wird über ein GRW-gefördertes Projekt ein sogenanntes kleines Museum geben. Einige von Ihnen werden das kennen. Das ist eine Fördermaßnahme über EFRE, glaube ich. Und man kann dann damit Tourismus fördern. Das wird ein Kommunikationsgebäude, also Science Communication sein. Also haben wir mehrere große Veranstaltungsräume drin, eine kleine Dauerausstellung von einer mineralogischen Sammlung. Und wir haben uns als Hochschule, als Community quasi vorgenommen, das Gebäude selber zu entwerfen aus unseren Forschungsansätzen raus. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Studios dazu mit Studierenden gemacht, mit Forschungsansätzen verschnitten und daraus ein Gebäude quasi im State of the Art, also das, was wir uns gerade als weitestgehende Umsetzung vorstellen können, also ein Gebäude aus Abfallstoffen vorgestellt. Hier sehen wir, dass wir in mehreren Jahren mit ganz vielen Fachgebieten und Studios dazu gearbeitet haben, sehr große Modelle errichtet haben, immer wieder transdisziplinär in großen Runden das diskutiert haben. Hier ist das große Akteursnetzwerk, was sich um diese Fragestellung rum gebündelt hat, wo die Studierenden sich dann mit unterschiedlichsten Leuten auf dem Campus und darüber hinaus vernetzt haben. Entstanden ist ein Gebäude, was komplett aus Müll gebaut werden kann. Die Nutzung von Altholz steht hier im Vordergrund. Eine große Spannweite von 12 Metern aus alten Balken zu machen, das ist auch ein sehr spannendes Feld, noch nie gebaut. Und wir wollen eine zementfreie Gründung bauen, weil da geht im Wesentlichen heute sehr viel CO2 rein oder auch mineralische Ressourcen. Wir wollen also das Recycling, Betonrecycling, sogenannte Staubrüttelsäulen bauen, auf denen wir einen schwebenden Holzkasten quasi bauen, der mit einer Route unterfahren wird und dann auch die Kellerplatte schon, also die Bodenplatte im Erdreich auch als Holz errichtet werden kann. Und damit können wir dann signifikant eine CO2-Senke beziehungsweise eine Ressourceneinsparung generieren. Auch das Low-Tech-Bauen ist hier drin, viele andere Themen. Aber das ist so der wesentliche Pfad für heute. Wir können eigentlich Gebäude auch komplett aus dem Bestand bauen beziehungsweise dann aus Holz und anderen biogenen Stoffen ergänzen, wenn die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ich habe mal diese Folie für unsere 20-Jahr-Feier bei ZRS im Büro vor 2 Wochen gemacht. Unser Diskurs geht jetzt schon dahin, dass wir sagen, ja, wir dürfen eigentlich nicht mehr neu bauen. Das Neubau-Moratorium gibt es nicht. Das ist auch nicht, können Sie jetzt nicht unterschreiben, aber wir würden das wahrscheinlich eigentlich gerne auf den Weg setzen. Diese Flächenreduktion haben wir besprochen, die Rohstoffentnahmen haben wir besprochen. Das Abrissmoratorium gibt es, da haben wir aktiv dran mitgearbeitet und auch mit unterzeichnet. Wir müssen also erhalten und wir müssen eigentlich nicht weniger bauen, sondern wir müssen die bestehenden Gebäude schneller transformieren. Also man hat jetzt ungefähr eine Sanierungsrate von 1%. Wir müssen eigentlich mindestens, um planetare Grenzen zu erreichen, eine Sanierungsrate von 3-4% haben. Wir müssen also mehr bauen als vorher. Wir müssen nur das Richtige bauen. Wir müssen auf jeden Fall auf den Neubau verzichten. Das ist ganz klar. Dann muss das alles kreislaufgerecht geplant und realisiert werden. Wir müssen in die Bioökonomie Bau einsteigen. Und wir sind uns relativ sicher, dass man sowas mit so Reallaboren wie bei diesem TU-Museum vielleicht nicht immer ganz so ambitioniert, aber doch eigentlich immer mit Innovationssprüngen verbinden muss. Wir denken uns, dass man so Reallabore hat, wo man wissenschaftlich begleitet quasi in die Zukunft springen kann. Wir würden, jetzt haben wir neuerdings entwickelt so eine Formel daraus, wir würden uns vorstellen, dass wir 10% der öffentlichen Gebäude mit etwa 20% mehr Geld ausstatten. Damit können die wirklich fast alles springen, was wir uns imaginieren können. Dann würden wir in der Summe des Bauens 2% mehr Kosten haben, aber eine Riesenwelle der Innovation anstreben. Und das ist, glaube ich, so unsere Hoffnungsformel, wie wir glauben, dass wir also in die Zukunft kommen. Und das muss natürlich mit der Gesellschaft transdisziplinär gelöst werden.
Ja, Ernst Ulrich von Weizsäcker müsste der frustrierendste Mensch auf dem Planeten sein. 50 Jahre Club of Rome. Er schreibt, wir sind dran. Das ist, glaube ich, ein leicht mahnender Finger. Ich finde es einen sehr positiven Titel und glaube, wir haben es noch in unseren Händen und sollten es gemeinsam tun. Herzlichen Dank. Eike Roswa-Klinge, ganz herzlichen Dank Ihnen. Wir fahren gegen die Betonwand direkt drauf zu, haben Sie gesagt. Und als erstes haben Sie gesagt, müsse man mit dem Neubau aufhören. Nun gibt es aber einige Fragen im Publikum, die darauf hinweisen, stimmt eigentlich Ihre Grundannahme? Wir hatten jetzt gerade erst die neuen Berechnungen, die Bevölkerung in Deutschland hat zugenommen, auch wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine zum Beispiel. Nicht gesprochen von der Weltbevölkerung, die ja auch zunimmt. Und dann noch nicht gesprochen davon, dass wir Regionen haben, in denen wir Leerstand haben, auch hier in Deutschland. Andere Regionen, in denen wir wirklich großen Bedarf auch an sozialen Wohnungen haben. Nochmal die Frage, stimmt Ihre Annahme? Und dann gehen wir zu den anderen dreien. Die anderen Fragen, meine Damen und Herren, merken wir uns für die Diskussionsrunde. Ja, wir müssen halt in diesen Reduce-Phase rein, sonst werden wir es nicht schaffen. Und wir haben die 1,7 Millionen, hat Frau Geiwitz, glaube ich, gesagt, leerstehenden Wohnungen in Deutschland. Wir müssen anders verteilen und sicherlich werden wir auch noch bauen müssen. Aber wir dürfen auf keinen Fall mehr auf die grüne Wiese. Wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle Gebäude aufstocken. Da liegt relativ viel Potenzial. Vielleicht können wir nachher das Thema Einfamilienhäuser und die Übernutzung von Flächen irgendwann im Diskurs auch noch anschneiden. Aber da liegen, glaube ich, sehr viele Potenziale, die wir nutzen müssen. Ja, in den Ballungsräumen Berlin, München, aber dann ist es schon relativ schnell wieder Ebbe. Also das sind wenige Flächen, wenige Orte in Deutschland, wo man wirklich noch bauen müsste. Vielen Dank. Das Wirtschaftsmagazin Brand 1 hat gesagt, Sie seien ein pragmatischer Pionier, aber einer, der sehr unbequeme Fragen stellen würde. Das war heute der Beweis. Sie bleiben zum Glück bei uns. Danke bis hierher. Und meine Damen und Herren, keine Neubauten mehr. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was man da eigentlich tun kann. Und es gibt einige, die sagen, wie und zeigen, dass es auch anders geht. Sie alle haben Lösungen für die Bauwende entwickelt. Und jetzt sind Sie bei uns. Drei Leute, es freut mich sehr. Bei uns sind Annabelle von Reutern von Concula. Das ist eines der führenden, wenn nicht das führende Unternehmen für die Wiederverwendung von Baumaterial. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart und Berlin inventarisiert, was so in Gebäuden an Material da ist, an Türen, Stahlträgern und so weiter, bietet auch Secondhand-Produkte dann in einer Datenbank an, damit sie dann irgendwo wieder eingebaut werden können. Annabelle von Reutern ist selbst Architektin, steuert als Head of Business Development die Entwicklung von Concula und genauer das Wachstum, denn im Moment geht es da so richtig rund. Und sie sitzt auch im Vorstand des vor kurzem erst gegründeten Verbandes für Bauen im Bestand, kurz BIP. Wie das alles geht, was das bringt, hören wir. Herzlich willkommen, Annabelle von Reutern. Schön, dass Sie da sind. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und wir begrüßen Andreas Neumann, klimapolitischer Sprecher der Grünen in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe mit Sitz in Münster. Der Landschaftsverband ist sowas wie eine Mittelinstanz der kommunalen Selbstverwaltung. Er ist von 9 kreisfreien Städten und 18 Kreisen mit bestimmten Aufgaben im sozialen Bereich beauftragt, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur und hat entsprechend zahlreiche, nämlich 1400 Gebäude und Liegenschaften. 2030 wollen sie klimaneutral sein, was das für ihre Bauten bedeutet. Wie Sie vorgehen, was davon unbedingt nachahmenswert ist, das wollen wir wissen. Andreas Neumann, schön, Sie zu sehen. Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Hallo. Und Christina Patz ist da, widmet sich als Architektin und Energieeffizienzberaterin mit ihrem Büro in München der energetischen Sanierung, dem Umbau und der Erweiterung von Bestandsgebäuden. Und sie vertritt die Architects for Future. Die Architects for Future fordern seit langem eine Aktualisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Bauen im Bestand, haben auch konkrete Vorschläge entwickelt für eine, wie sie das nennen, Umbauordnung. Diese haben sie auch der Bauministerkonferenz vorgelegt. Und sie finden durchaus Gehör. Wo muss man genau ran an die Bauvorschriften? Das besprechen wir. Christina Patz, großartig, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung und hallo. Hallo. Und wir gehen jetzt zunächst der Reihe nach durch, bleiben bei jeder und jedem.
Einzelnen von Ihnen immer so 3 Minuten, bevor wir dann in die Debattenrunde gehen. Dann können Sie ein bisschen erzählen, was Ihre Erfahrungen sind und wo es noch so hakt. Und wir fangen bei der Frau aus der Bauwirtschaft, bei Annabel von Reutern an, die alles neu denkt, ja irgendwie auch jeden Stein neu umdreht und so eine Art Bergbau in der Stadt in Immobilien betreibt. Der ein oder andere hat sie vielleicht schon gesehen, als die ARD die Doku-Serie »Wir können auch anders« gedreht hat. Anke Engelke ist da bei ihr vorbeigekommen, genauer gesagt im Stuttgarter Stadion, das für die Fußball-EM 2024 umgebaut wird. Und Sie sind dann da durch das Stadion gelaufen, Annabel von Reutern, haben erzählt, wie Sie die roten Stadionsitze verkaufen, auch die Toiletten und so fort. Funktioniert das wirklich? Was machen Sie da genau? Oder geht das nur bei Prestigeprojekten? Also auf keinen Fall. Also das kann ich direkt sagen, das geht bei allen möglichen Projekten. Ich habe ja auch gleich noch 2 Projekte, die ich zeigen kann. Das mache ich aber nicht jetzt, oder? Oder doch? Nein. Das können Sie gerne jetzt machen, dann verstehen wir, was Sie da genau tun. Okay, dann mache ich das. Das ist in einem Satz erklärt, was wir tun. Wir schließen Materialkreisläufe. Sie haben eigentlich schon sehr viel gesagt, was wir tun, was ich echt eine super Einleitung fand. Wir sehen uns als Netzwerk und als Multiplikatoren, um das möglich zu machen, was Eike vorhin auch vorgestellt hat, eben eine Transparenz zu schaffen über die Bauteile, die bereits vorhanden sind, die wir schon mal sozusagen entwickelt haben, die verbaut sind, um sie dann nutzbar zu machen für andere Gebäude oder vielleicht sogar an der gleichen Stelle. Und das ist im Wesentlichen, was wir tun. Wir inventarisieren den Bestand am liebsten von ganz Deutschland. Wir machen das sowohl für die Privatwirtschaft als auch für die öffentliche Hand. Wir beginnen da in der Regel ab Gebäudegrößen von 2.000, 3.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Gehen dann sozusagen in den Vertrieb. Das bedeutet, Vertrieb bedeutet bei uns natürlich, wir bauen eine komplett neue Wertschöpfungskette auf mit allen am Markt Beteiligten, also über die Hersteller, über die Prüfinstitute und so weiter. Und schauen dann eben, wie wir logistisch diese Materialien auch wieder in neue Projekte integrieren können. Und damit wir in Zukunft nicht so wie heute durch Gebäude laufen, die eben nicht digitalisiert sind und von denen wir eben nicht wissen, was verbaut ist, bieten wir das auch als Ergänzung an, also im Grunde den digitalen Materialpass, also den digitalen Gebäudepass, um eben frühzeitig schon bei Neubauten und Umbauten dieses Inventar zur Verfügung zu haben, damit, wenn es mal zu einem Umbau oder hoffentlich kein Rückbau mehr kommt, dass dann schon klar ist, was steckt eigentlich da drin. So sieht das Ganze dann nämlich aus. Also wir sind im Grunde über den gesamten Lebenszyklus dabei, dieses im Grunde alle zu befähigen, mit diesem Material zu arbeiten. Ich habe jetzt nochmal 2 Projekte mitgebracht. So sieht das bei uns aus, im Shop sozusagen. Sieht es aus, als könnte man Gebäude kaufen. Da sehen Sie schon, von der BIMA haben wir ein Projekt in Düsseldorf, vom Behrensbau. Das ist ein Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen. Wir haben aber auch ein Hotel, wir haben Schwimmbadtechnik. Also wir probieren uns da auch ein bisschen aus. Das ist ja auch für uns natürlich auch trotzdem immer noch neu. Unsere Firma gibt es ja auch erst seit 3 Jahren. Wenn man tiefer reingeht, kann man dann sozusagen nach Produkten filtern, sei es jetzt Bodenbeläge oder Fenster, Fassadenelemente, Ziegelsteine, all diese Dinge. Und jetzt komme ich eben zu 2 Projekten. Vielen Dank, Eike, für das schöne Bild am Anfang mit dem Holz. Wir haben genau so einen Fall hier gehabt. Dieses Holztragwerk hängt wiederum in einer Halle und solche oder wäre ohne unsere Arbeit in der thermischen Verwertung gelandet. Wir konnten es an verschiedene Partner aus unserem Netzwerk vermitteln. Es wurde sortenrein, also selektiv werterhaltend ausgebaut und zum Beispiel von der Firma Trickbrick, das ist ein Startup aus Tübingen, zu diesem Duplostein, ich nenne es jetzt mal Duplostein, zu dieser tragenden Wand wiederum zusammengesetzt und eben zu einer Kreislaufwand zusammengefügt. Das ist ein Projektbeispiel, dass wir auch wirklich in Produkte reingehen. Und das andere ist dieses Projekt in Berlin. Das ist ein Karstadt-Gebäude, bei dem wir eine Inventarisierung vorgenommen haben. Und mit diesem Inventar ist dann ein Wettbewerb ausgelobt worden. Das ist der erste große Reuse-Wettbewerb in Deutschland, bei dem die Architekturbüros mit dem vorhandenen Material planen mussten, sodass eben die Baukultur, die daraus entsteht, der Maßgabe der Form folgt, der Verfügbarkeit folgt. Genau, das ist das, was wir im Wesentlichen tun. Und sagt da nicht irgendjemand, gute Güte, was ist denn das hier für ein Durcheinander? Alle Heizkörper sehen anders aus. Ich meine, die Bundesregierung will 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Ist das dann ein Konzept, was man überhaupt in großem Maßstab auch haben kann? Ja,
Berechtigte Frage. Wir haben ja angefangen mit Restado vor über 10 Jahren. Das war eher kleinmaßstäblich. Das läuft auch immer noch eher kleinmaßstäblich. Und um genau das gewährleisten zu können, dass man auch große Projekte damit beliefern kann, schauen wir uns auch eben große Projekte an, die rück- und umgebaut werden. Also wir haben mehrere Projekte, die um die 50.000 Quadratmeter BGF groß sind. Da hat man dann natürlich schon ein bisschen mehr gleiche Bauteile. Also wir haben jetzt in einem Projekt, ja, ich glaube 20.000 Quadratmeter Teppichfliesen und 1000-mal die gleiche Stehleuchte. Damit kann man Gebäude natürlich schon ganz gut ausstatten. Mhm. Und wird es eigentlich teurer oder billiger? Das fragen hier auch Zuschauer. Also diese ganze Aufbereitung des Materials, ist das nicht wahnsinnig aufwendig? Es ist aufwendig. Das ist die Wartungsarbeit, vor der wir uns ja alle fürchten. Also wegwerfen ist natürlich immer noch billiger heute. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Es kommt aber auch wirklich darauf an. Also es ist jetzt nicht per se teurer, das kann man wirklich nicht sagen. Es kommt auf den, genau, auf den Rückbauprozess an, auf die Aufbereitung an. Aber wir sind auf jeden Fall kompetitiv. Wir können damit auch Neuware sozusagen schlagen. Wir arbeiten, wie gesagt, auch mit den Herstellern zusammen und sind da teilweise bei 70% des Neupreises. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dass sich die zukünftige Währung auch hin Richtung CO2 durchaus verändern oder ergänzen wird. Mhm. Also es gibt auch jetzt schon Projekte, die haben eine CO2-Obergrenze, die nicht überschritten werden darf, und die können dann im Grunde nur mit Reuse-Material oder mit nachwachsenden Rohstoffen ausgestattet werden. Mhm. Und bevor wir zu Andreas Neumann kommen, habe ich noch eine Frage an Sie. Was glauben Sie, was ist eigentlich die größte Hürde, also bei Ihrem Job, dass man das Fenster dann doch nicht einbauen kann, was man jetzt gerade so toll gefunden hat? Ja, also ich würde sagen, es ist ehrlich gesagt die Angst von vielen, dass ja die Angst vor etwas Neuem, die Angst davor, Verantwortung zu übernehmen, Dinge auszuprobieren, vielleicht zu scheitern oder zu merken, okay, das hat jetzt nicht geklappt, ich muss das anders machen. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Deswegen sage ich auch immer allen, fangt bitte bei euch an und nicht mit dem Fingerzeig auf andere. Das ist mir ehrlich gesagt ein großes Anliegen, weil jeder von uns in der Planung hat, kann einen Beitrag leisten. Und man muss es nicht alleine machen, man muss sich die Leute suchen, die eben mitmachen, aber da mutig vorangehen und sagen, wir können das umsetzen, und seien es nur kleine Projekte, ist für mich mit das Wichtigste. Vielen Dank bis hierher. Jeder kann seinen Beitrag leisten, sagen Sie. Und dann gehen wir jetzt mal zu einem Kommunalpolitiker, der auch einen Beitrag leistet, nämlich zu Andreas Neumann, der sich darum kümmert, dass vor Ort im Baubereich die Klimaziele erreicht werden. Andreas Neumann, Sie haben dafür erst einmal so eine Gebäudeleitlinie erstellt. Warum nicht gleich anpacken, Beleuchtung ändern und so weiter? Was steht drin in dieser Leitlinie, was es so viel einfacher machen soll? Ja, im Grunde verpflichten wir die Verwaltung, Baubeschlüsse so umzusetzen, wie wir es gerade von Eike gehört haben und auch ansatzweise von Annabelle. All das, was die Wissenschaft im Grunde uns vorgibt oder was heute die richtige Art zu bauen wäre, um in der Zukunft auch noch gut aufgestellt zu sein, haben wir niedergeschrieben. Und wie lang ist denn das Papier? Gemacht. Ja, sind so um die 36 Seiten, aber da sind natürlich bestimmte Baumaterialien ausgeschlossen. Also das wird jeder auch schon, der sich damit befasst hat, natürlich kennt. Aber ich glaube, das Besondere an unserer Leitlinie ist, dass die ersten, also die Verwaltung hat dann eine Checkliste. Man beauftragt zum Beispiel den Bau eines Museums oder einer Schule oder einer Klinik. Das ist ja hauptsächlich unser Bereich. Und die ersten Seiten dieser Checkliste befassen sich damit, brauche ich dieses Gebäude überhaupt? Mhm. Muss ich überhaupt bauen oder kann ich nicht in ein anderes Gebäude? Oder gibt es eine Möglichkeit der Umnutzung oder der Aufstockung und so weiter? Das kann also sein, dass die Verwaltung irgendwann kommt und sagt, Schule ist da, aber wir brauchen gar keine bauen. Und das ist natürlich ein mutiger Ansatz gewesen, aber gibt uns als Kommunalpolitiker, die ja nicht aus der Baubranche kommen, sondern es ist ja auch viel Ehrenamt dabei, wenn eigentlich gerade ja auch auf Landes- und Bundesebene ist es ja nicht anders. Wir haben ja gerade auch vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW gehört, gibt uns die Freiheit, nicht immer nachfragen zu müssen, weil wenn wir einen Baubeschluss fassen und der 3 Jahre Gültigkeit hat, bis man mal die Eröffnung des Gebäudes hat, dauernd in Unterlagen zu blättern und nachzugucken, haben die denn jetzt die richtigen Fenster und haben die den richtigen Beton genommen und die technische Entwicklung berücksichtigt und so weiter, haben wir gesagt, wir schreiben das einmal fest und haben dann als Politik eben die Freiheit, schon über sich über das nächste Gebäude Gedanken zu machen und weiß genau, die Verwaltung stellt einem dann was dahin, zum Beispiel im DGMB-Standard Platin. Und ich weiß bei der Eröffnung, ich brauche da nicht jede einzelne Schraube kontrollieren, sondern die haben einen Auftrag.
Mhm. Das ist eins der wichtigsten Dinge. Und wenn Sie sagen, Sie schließen bestimmte Materialien aus, Beton, aber schließen Sie nicht komplett aus, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Was für Anforderungen haben Sie dann an die Materialien? Ich glaube, alle werden mir recht geben, dass der Beton, das Schlimmste am Beton ist ja, dass er so ein toller Baustoff ist, dass man da so toll mit bauen konnte über Jahre. Nein, also wir haben natürlich Holz, Lehm, bestimmte Ziegel und so weiter oder Steine aus der Region, die wir bevorzugen. Und wir haben die auch mutig da reingeschrieben, obwohl wir nicht wissen, ob die zur Verfügung stehen und obwohl wir auch nicht wissen, ob es im Handwerk Menschen gibt, die mit diesen Materialien umgehen können. Wir haben jetzt eine 8 Meter hohe Lehmwand gebaut, die auch feuerschutztechnisch in Ordnung sein musste und wussten vorher nicht, gibt es überhaupt jemanden im Handwerk, der das umsetzen kann. Und haben dieses Problem haben, wie zum Beispiel bei der E-Mobilität, wo der E-Wagen erst die Ladesäule und der eine auf den anderen wartet und nichts passiert, haben wir gesagt, dass wir die Nachfrage ankurbeln, indem wir einfach so bauen wollen. Wir beschließen das heute, wir wollen diese Lehmwand und glauben, dass sich der Rest dann anpassen wird. Also eine steigende Nachfrage ist auch, den Beton haben wir nicht ganz ausgeschlossen, aber beim Beton gibt es auch das Problem. Also dass dieser Öko-Beton mit einem hohen Recyclinganteil nicht viel nachgefragt wird, den Betonhersteller in die Situation bringt, dauernd seine Maschinen dann umrüsten zu müssen. Und deshalb der sogenannte Ökobeton, wenn man ihn denn so nennen möchte, auch leider noch teurer ist und nicht, wenn man nur nach dem Geld guckt, nicht konkurrenzfähig ist. Und also sagt Ihnen dann manches Unternehmen, die spinnen ja wohl? Oder wie reagieren die Unternehmen? Nein, also ich muss sagen, dass sie alle eigentlich mit der Zeit gehen, dass die Menschheit nicht mehr so viel Murks macht, wie sie vielleicht in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht hat. Und zur Bauleitlinie nochmal, wir haben die auch offen gestaltet. Also wir haben sichergestellt, dass die technische Entwicklung beobachtet wird, weil wir auch glauben, dass wir Sachen da reinschreiben, die in 5 Jahren wahrscheinlich schon überholt sind. Also so ehrlich muss man sein, dann ist kein Allheilmittel, wenn man solche Sachen niederschreibt. Und weil wir so ein hohes Einzugsgebiet haben, das ist ganz Westfalen, das ist also ein Riesengebiet, haben wir nicht bestimmte Sachen ausgeschlossen, sondern wenn wir ein Gebäude bauen, in Hattingen zum Beispiel, da wird immer seit 300 Jahren der Ruhrsandstein verbaut, aus guten Gründen, weil er natürlich da auch vor der Tür liegt und den es auch in recycelter Form gibt. Dann muss aber in Ostwestfalen-Lippe, wenn wir dasselbe Gebäude da sein, nicht gleich sein, sondern da kann man natürlich auch mit Holz aus dem Teutoburger Wald arbeiten. Mhm. Also wir haben die Materialität oft auch offen gelassen und der Regionalität dann da den Vorzug gegeben. Wir kommen sofort zu Christina Patz, aber noch eine Frage an Sie. Sie erzählen das alles so locker, aber Sie haben doch Koalitionspartner. War das alles so einhellig oder wo gab es Knackpunkte? Also es gibt immer Knackpunkte. Vielleicht kann ich nachher in der nächsten Runde dann doch nochmal, oder ich versuche es jetzt mal. Also um Mehrheiten zu kriegen, reicht nicht der wissenschaftliche Ansatz von Eike. Sie müssen also auch politisch-taktisch vorgehen. Mhm. Und da haben wir 3 Felder versucht zu bedienen. Einmal ist das natürlich, das ist das Geld, das sind die Finanzen. Sie brauchen unbedingt eine Ansicht über den gesamten Lebenszyklus, wenn Sie die Kosten betrachten. Also nur die Herstellungskosten beim Bau reichen nicht mehr, sondern Sie brauchen eine Gesamtbetrachtung. Und wenn Sie dann sehen, dass es preiswerter wird, wenn Sie für 60 Jahre bauen, anstatt für 50 Jahre, oder wenn Sie sehen, dass Sie die Materialien später nicht entsorgen müssen, sondern wiederverwenden können und es nochmal preiswerter wird, dann wachsen natürlich auch die Mehrheiten so für solche Ideen, die wir natürlich aus Klimaschutzgründen machen oder wegen der Ressourcenschonung, aber es leider in der Politik immer noch Entscheider gibt, die mit dem Taschenrechner solche Entscheidungen treffen. Also das hat ganz sicher geholfen. Und die Bauleitlinien umzusetzen, da gehört auch zu Bequemlichkeit. Also die Politik sich da nicht mit befassen muss, komm, wir bringen das jetzt auf den Weg und dann brauche ich nicht mehr gucken, das wird schon das Richtige sein. Also das haben wir genutzt. Und Eitelkeit auch. Man muss auch Eitelkeit dann, so ein Landrat, der rühmt sich natürlich gerne damit, dass er sagt, ja, wir sind jetzt die Ersten, die so und so unsere Kreisverwaltung energetisch saniert haben, also das alte Gebäude. Oder ein Bürgermeister, der sich damit rühmen kann, die erste Rettungswache aus
ja, in Holzmodulbauweise gebaut zu haben und so weiter. Oder ein Schild am Ortseingang für ein schönes Pressefoto, wo drauf steht Klimakommune. Also man kann die auch an der Eitelkeit packen. Das ist nicht wissenschaftlich, ich weiß, aber sonst kriegen sie nichts umgesetzt, allein mit guten Argumenten. Andreas Neumann, vielen Dank bis hierher. Haben wir gelernt, man muss mutig vorangehen und dann darf man damit auch durchaus ein bisschen protzen. Und die Architects for Future gehen ohnehin davon aus, dass die Zukunft des Bauens im Bestand liegt und gar nicht in Neubauten. Mehr umbauen, mehr anbauen, mehr aufbauen, das ist deren Anliegen. Noch ist aber ja von weniger Baustellen gar nicht so viel zu sehen. Christina Patz, und nun? Wo fehlt es eigentlich bisher an Einsicht? Was muss sich ändern? Wieso prahlen nicht mehr Landräte mit ihren super duper nur umgebauten Sporthallen? So, bevor ich auf die Frage eingehe, ups, jetzt sehen Sie da noch irgendwas zu viel, wollte ich kurz noch mal sagen, wer Architects for Future sind. Denn nein, wir sind nicht nur Architektinnen, sondern wir sind interdisziplinär aufgestellt und das sehen wir auch als einen der wesentlichen Faktoren, die es braucht, damit die Bauwende gelingen kann. Und auch wenn es jetzt schon mehrfach gesagt wurde, es ist einfach so wichtig, deswegen muss ich das jetzt nochmal wiederholen und ganz plakativ die Zahlen zeigen. Der Gebäudebereich ist der Elefant im Klimaraum, aber nicht nur, sondern einfach auch, wenn es um Ressourcen geht, Flächenverbrauch und Abfall. Und gleichzeitig, wie wir schon gehört haben, ist das ein Sektor mit enormem Potenzial, einerseits für Einsparung von Emissionen, aber andererseits natürlich auch für das Gestalten einer lebenswerten Zukunft innerhalb der planetaren Grenzen. Und darum geht es uns letztendlich. Und wo sehen wir die Stellschrauben? Architects for Future hat versucht, 10 Forderungen für eine ganzheitliche Bauwende und dann nicht zu vergessen, eine neu zu definierende Baukultur, weil das denken wir auch beides immer zusammen, zu formulieren und wenden uns damit sowohl an die Planenden als auch die Auftraggeberinnen, die Politik und last but not least die gesamte Öffentlichkeit, denn es wurde schon genannt, überdenkt die Bedarfe und wohnen tun wir alle und insofern können wir auch alle aktiv werden. Insofern möchten wir immer gerne einladen, mit uns gemeinsam aktiv zu werden in ihrem jeweiligen Einflussbereich. Wir haben jetzt im Vorfeld für diese Veranstaltung versucht, unsere Forderungen mal zu übersetzen. Was könnte denn das bedeuten auf kommunaler Ebene? Und da ist die erste Stellschraube, die wir sehen, es braucht eine ganzheitliche Strategie, wo Gebäude, Freiflächen, also jetzt eben auch der Flächenverbrauch, aber auch die Verkehrswende zusammen angeschaut und gedacht werden und sämtliche Entscheidungen in Bezug auf Klimaschutz überprüft werden. Dazu gehört natürlich auch dann eine Bodenpolitik. Es gibt einen großen Spielraum an kommunalen Satzungen, wo Möglichkeiten bestehen. Zweckentfremdungsverbote, beispielsweise für Leerstand, auch da ist eine Aktivierung von Flächen möglich. Und ja, die Kommunen haben natürlich auch Möglichkeiten als VorreiterInnen, die Potenziale auszuschöpfen und zu zeigen, dass es geht. Und dass es geht, davon sind wir ja überzeugt. Insofern bitte einfach ins Handeln kommen. Ich finde diesen Sticker von den Fridays immer so schön. Nicht könnte, hätte, wollte, sondern einfach machen. Und auch bei allen Entscheidungen, die Sie treffen, sei es jetzt die Vergabepraxis, aber eben auch andere Aspekte, immer die Frage zu stellen, hat das, was wir tun, denn einen Mehrwert fürs Gemeinwohl? Hat das einen Mehrwert auch für das Gemeinwohl zukünftiger Generationen? Es geht darum, Angebote zu schaffen. Mir ist bewusst, da ist der Handlungsspielraum bei den Kommunen sehr unterschiedlich aufgestellt, je nachdem, was eben auch für Budgets da sind. Aber Wohnraumberatung, wie es jetzt zum Beispiel Daniel Fuhrhoff propagiert, um diesen unsichtbaren Wohnraum, der vorhanden und bereits gebaut ist, zu aktivieren, das können auch die Kommunen, die jetzt kein so großes Budget haben, sparen sich dann gleichzeitig Geld, weil sie keine neue Infrastruktur schaffen müssen für Flächen, die neu gebaut werden müssen. Noch zwei Aspekte, wo wir auch Stellhebel sehen, ist immer das Thema, das Wissen zu teilen und eine Fehlerkultur zu etablieren.
dass die Kommunen sich miteinander vernetzen und nicht jede Kommune versucht, das Rad neu zu erfinden. Insofern ist so ein Leitfaden, der dann weiterentwickelt werden kann, angepasst werden kann auf die jeweilige Situation, einfach sehr, sehr wertvoll. Und last but not least, es geht um eine Haltung und eine, wie wir kommunizieren. Sensibilisierung von der Verwaltung, Politik, Öffentlichkeit. Und natürlich müssen wir gemeinsam auf Länder- und Bundesebene eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen einfordern. Aber wenn wir da für alle einstehen, dann geht es hoffentlich auch schneller als das, was uns oft gesagt wird. Vielen Dank, Christina Patz. Aber ich muss Ihnen gleich eine Rückfrage stellen. Die kommt aus dem Publikum und das interessiert sehr, sehr viele Leute. Die Frage ist, wie überzeugt man eigentlich die Kommunen? Weil es ja auch, es geht um Gewerbesteuereinnahmen. Wenn Gewerbegebiete ausgewiesen werden, dann prosperiert vielleicht so eine Kommune auch. Das ist anders, wenn auch zum Beispiel aus einem Büro ein Wohnraum wird. Was halten Sie dem entgegen, diesem Wirtschaftlichkeitsargument, was häufig genannt wird? Ein Wirtschaftlichkeitsargument natürlich. Es wurde ja eh schon genannt, Lebenszyklusbetrachtung. Nicht diese kurzfristigen Profit zu betrachten, sondern beispielsweise, wenn jetzt ein Neubaugebiet ausgewiesen wird, wo die Kommune dabei verdienen könnte. Wenn man das langfristig durchrechnet, was das eigentlich bedeutet, die Kommune muss die neue Infrastruktur schaffen, die Kommune muss langfristig die Infrastruktur auch betreiben, da entstehen Kosten. Und wenn man das auf lange Sicht betrachtet, dann relativieren sich diese Ad-hoc-Einnahmen auch relativ schnell wieder. Wer macht es denn eigentlich schon gut? Haben Sie ein Beispiel? Es gibt einige, also es gibt einige Beispiele von kleinen Quartieren, wo eben zum Beispiel nicht so das günstigste Projekt dann oder halt nicht der meistbietende gewinnt, der einen Zuschlag bekommt, sondern das beste Projekt. Langfristig gedacht. Also ich bin hier in München, insofern ökologische Musterbausiedlung in München ist natürlich auf Quartiersebene erfolgt. Aber es gibt viele kleine Kommunen, die versuchen, den Leerstand zu aktivieren. Da habe ich jetzt keinen Namen parat, aber da tut sich etwas und da gibt es auch viel Interesse. Letzte Woche war Daniel Fuhrhoff hier für einen Vortrag in München und er hatte einiges genannt, insofern wäre er hier der richtigere Ansprechpartner. Ja, wunderbar. Ansonsten frage ich zwischendurch einmal Eike Rosswer-Klinge, weil es gibt direkte Nachfragen zu Ihrem Vortrag. Und zwar zu der Frage, wie berechnen Sie eigentlich diese CO2-Bilanzen? Die haben wir über das Tool vom Bund, also das ILCL-Programm, berechnet. Und da liegt die Öko-Baudat dahinter, das ist die zentrale Datenbank dafür. Und wie lange braucht man dafür? Das ist, wenn man das geübt ist, ist das nicht so viel. Wenn man halt quasi Energieberatung parallel macht, dann hat man die Daten im Wesentlichen. Das sind Stunden, das sind jetzt nicht Wochen. Okay. Ist Raimund Steven da? Ich sehe ihn noch nicht. Vielleicht ist er auch schon wieder verschwunden, aber wir haben so viele Fragen und zwar ganz, ganz viele Fragen auch zum Thema Holzbau. Es geht um die Frage, ist es eigentlich möglich, nachhaltig diese Holzwirtschaft in Deutschland zu betreiben für alle renovierungsbedürftigen Altgebäude? Vielleicht, ja, Herr Rosswer-Klinge, sagen Sie gleich was dazu? Ja, also das Holz wird zu 60% heute verheizt. Das müssen wir, den Pfad müssen wir verlassen, auch wenn jetzt gerade die Pelletheizung von den Bayern wieder reingedrückt wurde. Aber wir dürfen kein Holz mehr verbrennen. Dann steht uns viel mehr Holz zur Verfügung und wir werden ja weniger bauen und mit weniger Holz auch effizienter bauen. Und dann wird das Holz locker reichen. Da gibt es also verschiedene Studien vom Thünen-Institut zu und auch von Hermann Kaufmann. Also das passt. Das passt, sagen Sie. Wunderbar. So, und jetzt kommen die Fragen, was muss man eigentlich am rechtlichen Rahmen ganz genau ändern? An welchen rechtlichen Stellschrauben würden Sie drehen, um Nachhaltigkeit im Bausektor zu erreichen? Vielleicht Annabelle von Reutern, wollen Sie anfangen? Wo soll ich anfangen? Aha, beim wichtigsten Schritt. Okay, beim wichtigsten Schritt. Also für mich ist das, was eben Architects for Future auch mit der Musterumbeordnung angestoßen hat, natürlich ein Riesenthema, dass wir auf der Ebene einen anderen rechtlichen Rahmen schaffen. Da kann Christina ja vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Dann geht es zum Beispiel auch gerade darum, dass die Honorarordnung für Architektinnen und Ingenieure angepasst wird, was auch ein wichtiger Hebel ist. Worauf ich, also ich könnte das jetzt, glaube ich, lange vorzählen. Es gibt so viel zu tun. Es gibt die Normen, die müssten entschlackt werden.
Es gibt den Gebäudetyp E, der von der Bundesarchitektenkammer oder der Architektenkammer Bayern, ich weiß es gar nicht genau, wer da jetzt, auf jeden Fall der Gebäudetyp E, also Dinge einfacher zu bauen und mit weniger Technik und so weiter umzusetzen, ist auch eine wichtige Sache. Zulassung im Einzelfall sollte vereinfacht werden. Auch da hat Architects for Future Dinge vorgelegt. Denn das ist ja das, was uns zum Beispiel stark hindert an unserer Arbeit. Habe ich auch gerade hier als Frage gesehen, Thema Gewährleistung, Haftung von wiedergewonnenen Baustoffen, Abfallwirtschaftsgesetz, diese Themen. Wann ist etwas überhaupt Müll? Da ist definitiv auch einiges dran zu drehen und zu rütteln, weil so wird es relativ kompliziert und aufwendig, tatsächlich die Bauteile wieder in den Kreislauf zu bringen, um eine echte Kreislaufwirtschaft herzustellen. Und gibt es einen Wunsch, den Sie an die Kommunen haben? Also sollen die runde Tische einrichten? Was könnten die tun? Also wir haben zum Beispiel gerade Kontakt mit einer Kommune in Nordrhein-Westfalen, die auf uns zugekommen ist und total motiviert ist und gerne wissen möchte, wie kriegen wir das denn jetzt hin hier mit unserem Bestand und wie kriegen wir es hin, kreislauffähig zu bauen. Und mit denen machen wir einen runden Tisch, um uns anzugucken, was haben die eigentlich für Herausforderungen und wie können wir da unterstützen. Stichwort Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen. Das ist genau, was Christina auch vorhin meinte, Wissen teilen, sich zusammensetzen, die verschiedenen Akteurinnen, die schon da sind, an einen Tisch holen und dann auch wiederum das Wissen weitertragen. Zum Beispiel gibt es ja auch gerade die Bundesstiftung Bauakademie, die hat auch drei tolle Veranstaltungen oder zwei sind, glaube ich, schon gelaufen und eben zum Thema öffentliche Hand und Reuse und Urban Mining. Und da durfte ich eben oder habe ich Leute vorgeschlagen, mit denen wir schon gearbeitet haben, aus verschiedenen Kommunen, einmal vom Staatlichen Hochbauamt Bayern und vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb, die sich da dann wiederum getroffen haben und sich ausgetauscht haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir tun können. Und Christina Patz, was würden Sie sagen? Also wenn Sie jetzt in einer Kommune sitzen würden, was würden Sie als erstes tun? Als allererstes, das ist immer so die schwierige Frage, die Kommunen haben Handlungsspielraum mit ihren Satzungen. Ich sage jetzt mal Stellplatzsatzung. Da gibt es viele Kommunen, die fordern noch immer 2 Pkw-Stellplätze für ihre Grundstücke. Mal weg damit. Damit ist schon mal ein großer Teil passiert, weil Tiefgaragen ist natürlich in Bezug auf Betonverbrauch und so weiter, Flächenverbrauch, einfach ein großer Faktor, den man nicht unterschätzen darf, wenn man die CO2-Bilanz von dem Gebäude anschaut. Und wenn es jetzt kleinere Kommunen sind, es ist die Erschließung und die versiegelte Fläche, also jetzt um nicht nur bei den Städten zu bleiben und bei den Tiefgaragen. Also Stellplatzsatzung wäre für mich ein großes Thema. Abstandsflächensatzungen können auch die Kommunen nochmal anders platzieren, als es auf Länderebene ist. Ich hätte eine, wenn ich nochmal eine Folie einblenden darf. Wir haben vor 2 Jahren, wie wir uns mit dem Thema Umbauordnung begonnen haben zu beschäftigen, hatten wir eine Kooperation mit German Zero, die ja ein Wahnsinnsarbeit geleistet haben, dieses 1,5-Grad-Gesetzespaket, bei dem die sich sämtliche Sektoren angeschaut haben, was denn überall passieren muss, damit die 1,5-Grad-Grenze nicht überschritten wird. Und da hatten wir die Kooperation und wir haben uns angeschaut, was in den einzelnen Bereichen passieren muss. Denn die Kommunen alleine können es natürlich nicht schaffen. Die brauchen Unterstützung auf Länder- und Bundesebene. Und nur eine kurze Folie, wo überall was passieren kann und sollte. Andererseits, wenn Argumente gesucht werden, wir haben das Grundgesetz Artikel 20a, in dem so schön drinnen steht, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Also eigentlich wäre ja schon alles geregelt, wenn wir uns mal intensiv einfach nach diesem Paragraphen verhalten würden. Und um jetzt noch eine zweite Folie zu zeigen, was denn noch so die Möglichkeit wären. Wie gesagt, es sind alle 3 Ebenen gefragt. Bei den Kommunen sehe ich die Satzung, aber vor allem auch eine Strategie zu entwickeln, eine ganzheitliche Strategie für sämtliche Liegenschaften, also nicht nur die Liegenschaften, die jetzt in kommunaler Hand sind, sondern den Stadt oder den Ort, wie auch immer, ganzheitlich zu betrachten, Verkehr und Bauwende zusammenzudenken und ein Konzept zu erstellen und dann sämtliche Entscheidungen getroffen, die getroffen werden, immer wieder auf dieses Ziel
zu überprüfen, ob die denn dem diesem Ziel entsprechen. Mhm. Andreas Neumann, kommen wir mal zu den, wie soll ich sagen, Hürden. Also gibt es manchmal Widersprüche zwischen ökologischem Bauen und zum Beispiel der Barrierefreiheit? Welche Erfahrungen machen Sie da? Da gibt ja vieles, ob soziale Nachhaltigkeit spielt auch noch eine Rolle, wenn wir bauen. Diversität haben wir mit reingebracht in unsere Bauleitlinien. Also da sind ja viele Sachen. Und Reuse und Barrierefreiheit und Denkmalschutz, alles zusammenzuführen, ist schon ein großes Problem. Aber ich glaube, das Angst vor Neuem und das Angst vor Scheitern hat, glaube ich, wie Annabelle vorhin einmal gesagt, da haben wir auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung als Verwaltung, als Kommune, als Landkreis. Man kann nicht vom Privatmann erwarten, dass er jetzt testet und sagt, ja, der Eike, der kann da ein Haus aus Müll bauen. Müll sage ich eigentlich ungern, sondern das sind Wertstoffe für mich. Jetzt probieren wir das auch mal. Sondern wir müssen als Verwaltung auch Dinge ausprobieren. Wir müssen zeigen, dass das geht. Wir müssen Lehre, Forschung, Handwerk zusammenbringen bei solchen Projekten. Wir müssen das öffentlich machen und noch mehr Satzungen, noch mehr Verbote, damit ich auf kommunaler Ebene auch nicht so der Freund von, man kann vieles machen, ob das Schottergartenverbot ist, Versiegelungsverbote. Bei der Stellplatzsatzung haben wir zum Beispiel auch die Leerrohrpflicht, um die Immobilität nach vorne zu bringen, mit reingebracht. Aber man will ja nicht, dass die Leute wegziehen in eine andere Stadt, wo es diese Verbote nicht gibt, sondern man will, dass die Leute das verstehen. Also da gehört immer eine sehr, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit zu, wenn man sowas auf den Weg bringt. Und die Menschen müssen dann überzeugt sein. Die müssen in der Straße wohnen. Und wenn Verwandtschaft von außen kommt, dann müssen die sagen, guck mal, so ein Mist gibt es bei uns gar nicht mehr. Da müssen die stolz drauf sein und die müssen es verstehen. Also das ist eines der ganz, ganz, ganz Grunddinge. Und man muss Hilfestellung geben und unterstützen. Also bei uns gibt es ein Gründachpotenzialkataster, es gibt ein Solardachkataster, es gibt 3D-Modelle in Open Data, die jeder einsehen kann. Man muss auch über die eigenen, wenn man sie denn hat, Entsorgungsbetriebe in der Lage sein, recycelte Materialien zur Verfügung zu stellen. Und das sind alles so Sachen, wo man dann auch unterstützen muss als Kommune, um das Ganze anzuschubsen, auf den Weg zu bringen. Also ist nicht einfach. Kommunale Förderprogramme gibt es, Jung kauft alt haben wir hier, die muss man auch auf den Weg bringen. Also das ist so ein Mix aus Steuern, Helfen und Fördern und Unterstützen. Man muss auch mal einen Preis ausloben und solche Dinge alle. Und die Landkreise zum Beispiel müssten sich auf den Weg machen, die ganzen Kommunen bis 10.000 Einwohner sind nicht in der Lage jetzt, einen Baustoffkataster anzulegen. Also im Zuge der Digitalisierung müssen die Kreise dann auch für die miterledigen. Also da muss auch interkommunale Zusammenarbeit und nicht Kirchturmdenken ist jetzt gefragt. Mhm. Also das sind alle so Sachen für die Zukunft, wo wir noch dran arbeiten können. Okay, es braucht so ein neues Ästhetikempfinden, verstehe ich. Es braucht eine stärkere Zusammenarbeit. Aber kommen wir noch mal zu den ganz eindeutigen Materialfragen, die es hier gibt beim Thema Reuse. Also Eike Roswack-Klinge, wie ist das mit dem Brandschutz bei alten Materialien und auch beim Holzbau? Ja, beim Holzbau ist es weitgehend geregelt. Die aktuelle oder neue Musterholzbaurichtlinie macht uns da so ein bisschen Strich zu. Sonst konnten wir, also bisher konnten wir sehr schön sichtbare Holzkonstruktionen bauen, die auf Abbrand gerechnet werden. Also man geht davon aus, dass bei einem Massivholz die Oberfläche verkohlt und das dann keinen weiteren Schaden bringt. Die aktuelle Musterholzbaurichtlinie lässt das nur begrenzt in der Fläche zu. Und dann wird leider aktuell wieder sehr viel Gips drauf gebaut. Man darf aktuell auch keine Lehmplatten da stattdessen hinschrauben. Da ist also noch sehr viel Nachholbedarf. Aber wir können in der Gebäudeklasse 5, also alles das, was bis zu 22 Metern üblicherweise mit einem normalen Feuerwehrauto zu erreichen ist, massiv in Holz bauen. Da brauchen wir keinen Beton mehr für. Und es gibt ja mittlerweile auch Hochhäuser in Deutschland, die auch mit aus Holz gebaut sind. Also das im Ausland ist man bei über 85 Metern. In Berlin wird ein 100 Meter Haus geplant. In Hamburg ist es, glaube ich, im Bau mit 100 Metern. Also der Holzbau kennt da keine richtigen Grenzen. Der Brandschutz ist geklärt. Wunderbar. Das ist eine sehr, sehr gute Aussage. Annabelle van Reutern, wo sehen Sie noch die größten Probleme bei wiederverwendeten Materialien? Nicht nur Brandschutz,
Also ist es nicht auch so, dass wenn ein altes Kaufhaus zu einem Wohnheim werden soll, dann wird es quasi als neues Gebäude gewertet und alle Genehmigungen müssen wieder erneuert werden? Ja, also da habe ich letztens was Schönes gehört von Annette Hillebrand, die meinte, wenn man zum Beispiel Aufstockungen durchführt, sollte man, also eine Umnutzung meinetwegen in einem 3-, 4-, 5-Geschosser und dann noch eine Aufstockung, dass das unterschiedlich betrachtet werden sollte. Also dass der Bestand auch wirklich wie so eine Art Sockel eine andere Anforderung leisten muss als der Neubau obendrauf. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich glaube wirklich, das größte Problem ist die Angst, dass man denkt, das werden vereinigte Hüttenwerke, wie um jetzt mal so in dem Pott zu bleiben. Aber dass das halt nicht gut aussieht oder dass Leute der Qualität nicht vertrauen. Und das finde ich schade, denn das ist wirklich, also ich meine, ich sehe das ja, diese ganzen Gebäude, und bin also wirklich fasziniert davon, wie gut wir bauen. Also die Deutschen bauen ja einfach für die Ewigkeit, reißen aber trotzdem nach 10 Jahren ab. Mhm. Das ist ja das Absurde. Das heißt, alles, was da drin steckt, also in den meisten Fällen, sofern es nicht schadstoffbelastet ist, da kam nämlich auch gerade eine Frage, das können wir natürlich nicht verkaufen, lässt sich extrem gut wiederverwenden, umrüsten, ohne Qualitätsverluste. Und ich glaube wirklich, dass da die Angst davor, dass es nicht gut aussieht, auch gerade aus der Immobilienwirtschaft, wenn ich dann höre, ich will aber hier für 10.000 Euro den Quadratmeter verkaufen, da kann ich kein gebrauchtes Waschbecken einbauen. Denke ich mir so, na, guck dir erstmal das gebrauchte Waschbecken an. Das sieht nämlich aus wie neu. So. Also okay. Das ist ehrlich gesagt eins. Ja. Und wie ist das beim Stahl? Wie beurteilen Sie, stellt hier jemand die Frage, die Kreislauffähigkeit von Stahl? Dieser lässt sich ja streng genommen unendlich oft und verlustfrei wiederverwenden. Wie ist das? Welche Rolle kann der spielen in Zukunft? Also es sind natürlich, wir betrachten im Grunde zwei Sachen. Also einmal Konstruktionselemente und natürlich alles, was Innenausbau ist oder Fassade oder wie auch immer. Je einfacher ein Bauprodukt ist und auch je einfacher es verbaut ist, also im Grunde von rückbaufähig, desto leichter lässt es sich natürlich wiederverwenden. Wenn das jetzt irgendwie verbacken, verklebt und noch was dran und noch was dran, dann wird es natürlich schwer. Wir hatten mal eine ganz, ganz tolle Schetterhalle eben aus Stahl und wir durften sie dann nicht wiederverwenden, weil der Anstrich beim Rückbau, da hätte dann irgendwas abdampfen, abplatzen können, wie auch immer, das wäre dann alles nicht möglich gewesen, obwohl wir schon 3 Interessenten für die komplette Halle hatten. Und die wollten alle diese Halle haben und wir durften es dann nicht machen. Weil natürlich, man hätte auch die Beschichtung entfernen können, aber das wäre dann wieder viel zu teuer gewesen. Mhm. Das ist so, oh Gott, manchmal wirklich, Heike, und manchmal schon ein bisschen frustrierend, wenn okay. man dann da hängen bleibt. Das wollen wir natürlich nicht, das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Hier gibt es weitere Fragen zum Beispiel, Baden-Württemberg fordert bei Förderung mittlerweile eine Ökobilanz und hat dazu einen Rechner NBBW bereitgestellt, der es jedem Architekturbüro einfach ermöglicht, die Berechnung für den Auftraggeber durchzuführen. Was plant der Bund hier? Weiß da irgendjemand Bescheid? Eike Rosswer-Klinge, wissen Sie das? Das hatte ich ja in den Chat gestellt. Also irgendwie bei den Q&As war ein Stück weiter vorher schon die Frage, also das BNB-System fordert ja auch eine Ökobilanz und da gibt es das ELCA-Tool. Da steht da zwar offiziell auch auf der Website als Beta-Version, wird aber vom Bund beim BNB-System anerkannt. Man ist jetzt nicht sicher, ob das irgendwann wirklich weitergeführt wird, weil die zu wenig Ressourcen hätten. Aber offiziell kann man es im Moment noch verwenden. Mhm. Und dann braucht man keine Bezahlversion. Es gibt auch LEGEP und andere Systeme, die auch zulässig sind. Da muss man nur Geld bezahlen. Und meine Damen und Herren, stellen Sie gerne weiter Ihre Fragen. Sie können auch gerne Ihre Hand heben. Dann versuchen wir, Sie reinzuholen, auch wenn das eben nicht ganz so gut funktioniert hat. Die Frage geht auf die internationale Ebene und richtet sich direkt an Concula, Annabelle von Reutern. Arbeiten Sie auch international? Hier schreibt jemand, ich habe von Urban Mining zuerst in einem Beitrag von der Sendung mit der Maus gehört. Ja. Da wurde viel aus Zürich berichtet. Da gab es ein Testhaus, in dem eine Wohnung eingerichtet wurde, die vollkommen mit wiederverwerteten Materialien gebaut wurde. Ist das so, dass Deutschland stark hinterherhinkt und welche Länder machen es besser? Ja klar, wir sind bei solchen, also bei Innovationen, muss ich leider sagen, sind wir jetzt nicht gerade die Vorreiterin. Ne? Mhm. Also wenn man da nach Skandinavien, insbesondere Dänemark schaut oder Benelux oder in die Schweiz, also da wird schon einiges mehr gemacht. Zum Beispiel ist es so, das habe ich letztens erfahren, dass in den Niederlanden die öffentliche Hand nur Reuse-Möbel kaufen darf. Also Einrichtungen für ihre Büroflächen oder was sie eben haben, die müssen gebraucht sein.
Das wäre zum Beispiel auch mal eine Maßnahme, wo wir gerade eben überlegt haben, was würdest du machen, wenn du in der Kommune das Sagen hättest oder zumindest eine Stimme. Das könnte man ja vielleicht auch mal vorschreiben. Ja, also wir sind da im engen Austausch mit den mit unseren Anrainerstaaten und auch da, oder im europäischen Ausland und hatten auch letztes Jahr ein erstes Treffen mit den Initiativen, die ähnliche Dinge tun wie wir bei Konkula. Das sind zum Beispiel die Materialnomaden in Österreich, in situ, Sumami in der Schweiz, Ländager, Rotor in Belgien. Also da gibt es Gott sei Dank schon viele andere, die die ja auch was machen. Bisher in einem kleineren Maßstab, aber ganz ehrlich, Hauptsache es wird es gemacht und zusammen können wir uns da ganz gut unterstützen, zumal ja auch Baustoffe, die im Moment neu verwendet werden, nicht alle aus Deutschland kommen. Also die kommen ja sonst woher. Und deswegen können wir natürlich, wenn es um Lieferketten geht, nicht an der Grenze Halt machen, sondern schauen auch, wenn wir ein Projekt in Berlin haben, kann man natürlich auch nach Polen verkaufen. Wenn man Projekte in Nordrhein-Westfalen hat, eben alles, was westlich kommt. Und da sehen wir auf jeden Fall ein Riesenpotenzial. Basti Hirsch hat sich gemeldet und wird jetzt hoffentlich auf die Bühne geholt. Derweil frage ich noch einmal, also Länder wie die Schweiz, habe ich gelesen, recyceln bereits viel mehr Beton, Andreas Neumann. Bei öffentlichen Bauten etwa sollen mindestens 50% aller Betonteile aus wiederverwertetem Material erstellt werden. Warum gelten Sie da im Moment immer noch als Vorreiter? Haben Sie Anrufe von anderen Kommunen, die sich dann bei Ihnen melden und sagen, wie sollen wir es denn jetzt machen? Oder ist das einfach tatsächlich so, dass es in Deutschland noch nicht so ein Bewusstsein dafür gibt? Also ich glaube, dass das auch also eine Chance wäre, die Besteuerung zu ändern. Weil ich mir gedacht habe, beim Ökobeton, Frau Reutern wird mir recht geben, wenn ich 20% Recyclinganteil im Beton habe und diese 20% ja eigentlich theoretisch schon mal irgendwann mit 19% Mehrwertsteuer belastet wurden, warum stelle ich die dann nicht steuerfrei, auch um diesen Materialien dann eine Chance oder eine Konkurrenzfähigkeit auf den Markt zu geben? Also das wäre noch etwas. Und dann haben wir immer ganz große Schwierigkeiten, wenn wir ein paar Mal jetzt davon gesprochen, von Bilanzierbarkeit. Und wir tauchen, wenn wir jetzt tatsächlich ein klimaneutrales Gebäude bei uns errichten, was auch wirklich vorbildlich ist, wo man auch anders drin arbeitet als früher, dann tauchen wir eigentlich erstmal als Minusstelle auf im Haushalt irgendwo mit einer Millionensumme. Wir können dagegen rechnen über den CO2-Fußabdruck, das ist in Ordnung. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten für das, sich auszurechnen. Aber wenn Sie jetzt so einen Verwaltungsmitarbeiter haben, der 40 Jahre in so einem 70er-Jahre Betonbau gearbeitet hat, bei künstlichem Licht. Und ich sage Ihnen jetzt, dass jemand, der 40 Jahre in so einem angenehmen Holzbau mit Tageslicht sich vielleicht in seinem Berufsleben 10-mal weniger einen Krankenschein nimmt. Oder dass Kinder da besser drin lernen können. Oder dass Kranke vielleicht in so einem Gebäude schneller gesund werden. Dann kann ich diese Dinge alle nicht bilanzieren. Und immer wenn ich so einen Beschluss fassen möchte, dann stehe ich da. Und wir müssen dahin kommen, dass wir diese Dinge irgendwie darstellen können, berechnen können. Es ist auch mühsam, das gebetsmühlenartig zu predigen. Dann sagen die, ja, der kommt schon wieder mit seinem Holzbau. Sondern dann eine Möglichkeit zu finden, das wäre nochmal ein großer Wunsch für die Zukunft. Weil das ist wirklich ein Problem. Okay. Basti Hirsch. Sie sind dran. Schön, dass Sie da sind. Ja, es wurde gesagt, dass wir die Sanierungsquote vervierfachen müssen. Und da haben wir auch einen ganz starken Flaschenhals durch den Fachkräftemangel. Welche Ansätze sehen Sie da in der seriellen Sanierung? Und wie können wir auch die berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung, BBNE, stärken und mehr Menschen für Bauberufe begeistern? Professor Roswack-Klinge, wie viele Studenten haben Sie und was sagen Sie zu dieser Fachkräftefrage? Christina Patzi schon gleich dran. Genau, das serielle Sanieren ist, glaube ich, gerade für, da haben wir auch gerade einen Forschungsantrag zu laufen, das ist leider noch nicht beauftragt, da können wir im Moment so 30% der Flächen mit abdecken, wo wir wirklich voll seriell arbeiten. Das lässt sich, glaube ich, erweitern. Da liegt noch ein Potenzial. Gerade mit vorgefertigten Holztafeln wird man doch relativ viel erreichen können. Der Fachkräftemangel ist durch sowas ein bisschen zu kompensieren, wenn man dann quasi hauptsächlich montiert. Aber wir müssen natürlich massiv für diese positiven Berufe werben. Ne? Das ist klar. Und ja, Studierende haben wir immer eine relativ begrenzte Zahl nur. Aber wir versuchen so viel wie möglich auch in Weiterbildung bei der Architektenkammer und so weiter das Wissen zu streuen,
und Angebote zu machen, aber es ist halt begrenzt. Aber es werden auch immer mehr Fachgebiete, die da so arbeiten, ne, bundesweit. Christina Patz. Ja, gerne. Ganz kurz nur zu der Sache etwas sagen. Und zwar kann ich auch nur allen empfehlen, wer Lust hat, natürlich mit dem Zug nach Venedig zu fahren so, und sich den deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale anzugucken. Eine große Empfehlung, da geht es nämlich genau um diese Wartungsarbeit, Maintenance-Arbeit, Handwerk. Die haben da eine Werkstatt eingerichtet und bauen jetzt bis November aus dem gesammelten Material der letzten Biennale, der Kunstbiennale, was sie bei sich im Pavillon lagern, bauen neue Produkte. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Art, wie man dafür auch begeistern kann. Und was ich mitbekommen habe aus verschiedenen Projekten, die zirkulär gebaut haben, dass die Handwerkerinnen viel stärker mit eingebunden worden sind im Planungsprozess. Also wirklich wieder ihre Expertise gefragt war, so wie würdest du das machen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und ich glaube, das kann Dinge auch wieder attraktiver und spannender machen, wenn die Verantwortung steigt und das Gehalt dann natürlich auch, anstatt einfach nur zu sagen, hier ist das Produkt XY von der Firma whatever, bau es mir ein. Also klare Empfehlung, mal nach Venedig zu fahren, das ist ein sehr guter Tipp. Aber Christina Patz, was kann man noch machen? Ja, ich wollte noch ergänzen, das funktioniert alles nur zusammen, wenn wir die Baubranche, wie sie im Moment strukturiert ist, einfach auch mal anschaut. Und es ist im Moment einfach, sind die meisten Jobs dort sehr unattraktiv, gerade auch für nicht-männliche BewerberInnen und für die Jugend genauso wenig. Also auch da einfach mal zu hinterfragen, wie ist denn die Branche so grundsätzlich aufgestellt? Auch wir sehen in der seriellen Sanierung große Chancen, dass dadurch einfach vieles kompensiert werden kann und wir schneller vorankommen. Und wir haben ja auch als Architects for Future das Abrissmoratorium unterzeichnet. Insofern, wenn weniger Neubau erfolgt, werden ja da auch ein paar Kapazitäten wieder frei. Okay. Eike Rosswag-Klinge, Sie müssen mir aber trotzdem noch mal sagen, also angesichts auch des mancher, die skeptisch sind, dass wir doch Neubauten brauchen, mit welchen alternativen Materialien ist denn da eigentlich zu rechnen? Also ich las neulich zum Beispiel, dass Windeln natürlich desinfiziert und so weiter, keine Angst, aber als Baumaterial genutzt werden könnten, geschreddert und dann eingesetzt werden. Dann gibt es Überlegungen, den Zement nicht mehr so energieintensiv herstellen zu müssen, indem man Carbon-Zement nimmt und so weiter. Welche Rolle kann das haben in Zukunft? Ja, wir müssen natürlich weiterentwickeln. Also erstmal müssen wir vermeiden, dann substituieren, soweit das geht, nachwachsende Rohstoffe rein. Wir werden bald mit anderen Hölzern, vielleicht mit schnell wachsenden Hölzern wie Pappeln arbeiten. Wir werden vielleicht eine Agroforstwirtschaft kriegen, also die Landwirtschaft mit Waldhainen durchziehen. Da werden andere Hölzer kommen, die werden wir einsetzen können. Wir müssen aber auch mit schnell nachwachsenden Pflanzen, also einjährigen Umtrieben arbeiten. Da wird man sicherlich Plattenwerkstoffe draus machen können. Da kann man wahrscheinlich nur aus diesen einjährigen Pflanzen tragen, bis zu 3 Geschosse wahrscheinlich mit bauen. Das ist noch nicht entwickelt, aber da kommt ganz viel auf uns zu. Das müssen wir nutzen. Und natürlich muss auch der Beton, es war auch vorhin die Frage zu der Infrastruktur. Ich glaube, die Infrastruktur wird massiv schrumpfen können, weil der Privat-Pkw wird halt massiv zurückgehen. Und dann werden die ganzen vielen Parkplätze wegfallen, dann müssen wir die nicht ständig reparieren. Straßen werden schmaler werden, Autobahnen werden nicht größer werden in den nächsten 20 Jahren, sondern die werden kleiner werden. Wir werden Spuren weglassen können. Wir werden dann aber natürlich auch bessere Zemente machen müssen. Wir werden von dieser Droge nicht wegkommen. Und dann müssen wir irgendwann von dem teuren Wasserstoff, von dem gerade viel die Rede ist, auch einen Teil davon für Zement einsetzen müssen. Und das optimieren, weniger Material verwenden. Von Carbon bin ich jetzt noch nicht ganz so überzeugt, weil da doch auch sehr viel Bauchemie drin ist und wir müssen die Stoffe reinhalten und auch recyclingfähig halten. Aber das ist dann immer eine der Fragestellungen, die dann mitläuft. Und welche Möglichkeiten habe ich, fragte jemand im Publikum, in der Bauleitplanung, zum Beispiel Bebauungsplanung, die Wiederverwendung von Baustoffen unterzubringen? Gibt es Erfahrungen, so etwas festzusetzen? Wer möchte dazu was sagen? Andreas Neumann? Also ich kenne kein Beispiel dafür. Also ich habe wohl diese normalen Steuerungsmöglichkeiten, die man immer so kennt. Aber ansonsten, das ist genau wie mit dem Einfamilienhaus, was man keinem vermieten möchte. Also ich habe in Deutschland noch keinen Ansatz gesehen. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Kommunen, fragt hier jemand, wo es tatsächlich zu einem Beschluss zum nachhaltigen Bauen gekommen ist? Eike Rosswag-Klinge, gerne.
Ja, natürlich gibt es, also gerade die Kommunen, Tausende sind da auf dem Weg. Also das eigentliche, der eigentliche Prozess, das haben wir auch bei unserer großen SBE-Konferenz, wir haben eine große internationale Konferenz gehalten, abgehalten vor 22. Und da war die Essenz, dass das Bauen passiert in den Kommunen und da sind ganz viele auf dem Weg. Also das müsste man nur stärker sichtbar machen, glaube ich. Und also Stadt München hat eine Holzbaustrategie, Hamburg hat eine Holzbaustrategie, wir hatten sie hier in Berlin auch mal, die wird gerade wieder einkassiert, wie vieles andere, was wir mal hatten. Aber da sind viele Leute auf dem Weg, die müssen wir, glaube ich, vernetzen. Und ich glaube, nochmal zurück zu dieser Frage, ob wir die Kreislaufwirtschaft einspannen können. Ich glaube, das ist nicht eine Frage, ob wir es in der Bauleitplanung machen können, weil wir sollten nicht neu, also wenn wir neu bauen müssen, ja. Aber wir müssen vor allen Dingen den Bestand schützen. Wir müssen also quasi da sehr nachhaltig sein, sehr, sehr sorgsam sein, dass wir das nicht mehr zulassen. Also im Moment kann jeder sein Haus, der muss nur anmelden, dass er sein Haus abreißen will. Da muss er quasi recht, also einen geregelten Prozess machen. Aber er braucht dafür keine Genehmigung mehr. Wir müssen wieder eine Genehmigung haben und nur begründet Gebäude abreißen lassen und dann Wettbewerber ausloben. Also ich kenne das, meine Frau ist da in der Schweiz sehr stark tätig, dass die ganze Industrieareale ganz neu denken und dann quasi Architekturwettbewerbe so durchführen. Annabelle hatte das gerade ja erwähnt, mit dem Bestand darauf oder auch Teile zu verwenden und so weiter. Und da muss man einfach hingehen und einfach merken, dass wir nicht mehr in das Neue reingehen und dann wird die Kreislaufwirtschaft in dem Bereich greifen. Dann geht das ganz schnell, hoffe ich. Und ist das etwas, was Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Architekturbranche auch zu schätzen wissen oder würden Sie sagen, auch da braucht es eine stärkere Sensibilisierung? Und wenn, wie bekommt man das eigentlich hin, fragte jemand. Ja, das ist eine ganz große Frage. Still ruht der See da draußen. Ich glaube, es ducken sich alle weg und hoffen, dass sie mit ihrem schönen Beton noch eine Weile weitermachen können. Auf der anderen Seite geht auch die Verzweiflung geht ja durch alle Gesellschaftsschichten und wir sehen die in unserem Kreis auch großartig, aber ich war jetzt auf der Bau in München, ja, alles ist grün, was man da sieht und dann haben wir da auch, habe ich meine ähnliche These wie hier vertreten und alle haben Beifall geklatscht und dann gab es einen halben großen Stand eines großen Glasherstellers, der so 6 Meter hohe fliegende Glasscheiben präsentiert hat und da habe ich mir gesagt, zum Schluss, so ihr Lieben, ich habe jetzt hier vorne einen großen Korb, jetzt macht mal eure Jacken auf, da habt ihr doch alle diese schönen Verträge für diese tollen Glasfassaden. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, sagen wir ja hier öffentlich nicht. Die könnt ihr mal hier vorgeben, die tun wir alle in den Korb, die tun wir in den Schredder, brauchen wir jetzt nicht mehr. Da war das Entsetzen auf einmal groß, weil man halt als das Umdenken, das mit der eigenen Praxis verbinden ist, wirklich weit entfernt. Wir kriegen immer Beifall und die Leute nehmen es nicht in die Praxis mit. Es sind ganz wenige, die dann kommen und fragen, okay, wir haben dieses oder jenes konkretes Problem, können wir uns vernetzen, können wir dadurch stark werden. Die meisten hoffen eigentlich, dass sie noch so weitermachen können, leider. Annabelle von Reuten hatte sich gemeldet, dann kommen wir zu Ihnen, Christina Patz und Andreas Neumann. Ja, nur eine Sache, was Kommunen zum Beispiel auch machen können. Der Senat Berlin hat so eine Art Pre-Demolition Audit, so eine Gestaltungsordnung. Auf jeden Fall eine Verordnung rausgegeben, dass bei jedem Rückbau tatsächlich so ein Katalog erstellt werden muss. Das wäre ja zum Beispiel auch noch was, das wollte ich noch mal eben dazu sagen. Und ja, wie kriegt man das sozusagen in die breite Masse? Eike, wir, Architects for Future, wir tingeln ja nur durchs Land und erzählen überall, was wir gut finden. Ich glaube, das ist schon mal extrem wichtig. Also das Thema einfach hochhalten und die Kammern müssen ihre Fortbildung anpassen. Überraschung, die Lehre muss in die Richtung gehen, nachhaltiges Bauen. Wenn da passiert schon was, aber es muss einfach flächendeckend sein. Und was ich aber auch ganz wichtig finde, ich sage nur Stichwort Klimakleber, da ist noch nicht angekommen, dass Bauen das Riesenthema ist. Sonst würde sich wahrscheinlich nicht auf der Straße festklebt, sondern am Baugerüst oder am Abrissbagger oder wie auch immer. Das heißt, es ist noch nicht in der breiten Masse angekommen, was Bauen eigentlich bedeutet. Deswegen danke auch nochmal für den Hinweis auf die Sendung, die wir da eben mit Anke Engelke und so weiter gemacht haben. Das ist Breitenfernsehen, weiß nicht, ob man das so nennt, aber im Grunde, das ist doch eine großartige Sache. Und wann wurde das gesendet? Nachts, um 23.35 Uhr. Meine Großeltern, so ein Hals, weil ich denen ein halbes Jahr vorher schon gezählt habe, wann es losgeht, so, oder dass es bald kommt. Aber dass das im Grunde auch wirklich in die Medien, in die Tageszeitung, nicht nur im Fachpublikum präsent ist, weil dann wird der Druck von der Seite auch steigen.
Sie finden das immer noch in der Mediathek, Ihre Großeltern. Christina Patz, was glauben Sie, wie schafft man das, auch nicht nur bei Architekten, sondern auch bei Handwerkern und so weiter, also bei allen, die es braucht, so eine Sensibilisierung hinzubekommen? Ups, jetzt muss ich meine Hand runtermachen. Ich glaube, ein wichtiger Faktor, der hier, uns hier einfach fehlt, ist es diese Etablieren einer Fehlerkultur. Mhm. Es ist ein Problem, seine eigenen Fehler zuzugeben, und wir müssen da einfach einen Schwenk machen, rein gedanklich, und zu sagen, okay, aus den Fehlern, aus unseren eigenen und auch aus den Fehlern von anderen können wir einfach lernen. Und es ist erforderlich, dass wir alle dazu lernen, und niemand weiß es noch perfekt, aber es geht trotzdem um das ins Handeln kommen, und wir brauchen dafür die Experimente. Es gibt nicht die eine einzige Lösung, sondern es braucht ja bei jedem Gebäude einfach eine individuelle Lösung mit einem ganzheitlich gedachten Konzept dahinter. Das ist mir immer ein ganz wichtiges Anliegen. Das sind die jetzt vorhandenen Sanierungsfahrpläne ein guter erster Schritt. Ich würde mir aber wünschen, dass das noch viel ganzheitlicher gedacht wird und eben das Thema Bedarfe in diese Beratung auch mit hineingenommen wird und dass das vorneweg, bevor man irgendwelche Maßnahmen ergreift, passiert. Also das Thema Fehlerkultur und Vernetzen. Bei Architects for Future sind wir stark, weil wir einfach ganz offen im Schwarm agieren. Also wir setzen auf dieses Schwarmwissen. Wir sind vernetzt nach allen Seiten, ohne dass wir da jetzt irgendwie uns für irgendwas profilieren müssen. Uns geht es ums Thema, um die Inhalte. Und deswegen, denke ich, kommen wir auch gut voran, weil, jetzt muss man das vielleicht einfach nochmal sagen, vor 3 Jahren hat die Debatte einfach noch ganz anders ausgesehen. Also das Thema Umbaukultur, Umbauordnung, Abrissmoratorium, also ich weiß nicht, wie das damals aufgeschlagen wäre, aber mittlerweile ist diese Diskussion in der Fachwelt da. Bei der Debatte allein darf es natürlich nicht bleiben, sondern wir müssen die Debatte noch viel breiter treten, ganz klar. Da braucht es die guten Beispiele, da braucht es die öffentliche, die Presse und so weiter, die diese guten Beispiele auch eben nicht spätabends kommunizieren, sondern vielleicht zu Zeiten, wo mehr Leute erreicht werden. Und dann geht es natürlich darum, dass wir alle ins Handeln kommen. Mhm. Laura Korschewski hat sich gemeldet und ich hoffe, wir holen sie auf die Bühne. Aber erst hören wir noch Andreas Neumann. Sie hatten sich gemeldet. Ja, was Ärgerliches ist mir noch aufgefallen, gerade als der Herr Roswald Klinger gesprochen hat. Wenn jemand eine Windkraftanlage baut hier bei uns, dann muss er immer so eine 250.000 Euro hinterlegen für die eventuellen Entsorgungskosten in 20 Jahren. Und wenn eine Versicherung sich so einen Glaspalast da hinsetzt, auch ohne Name, dann muss der da eben gar keine Sicherheitsleistung bezahlen. Da wäre tatsächlich mal drüber nachzudenken. Und beim Vernetzen ist mir gerade noch eingefallen, also wenn ich neue Materialien produziere, dann reicht es ja oft, eine Maschine anzustellen. Und bei den Recycled-Materialien, da sind tatsächlich auch mehr Hände gefragt. Da muss man ja wirklich auch ehrlich mal zugeben. Und es sind auch oft einfache Tätigkeiten. Ich will da auch jetzt hier nicht, muss ich ja auffassen, dass ich das politisch korrekt ausdrücke. Aber wir haben hier zum Beispiel einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor geschaffen, zusammen mit der Arbeitsagentur, dass man so einen dritten Arbeitsmarkt für Menschen, die vielleicht vorher gar nicht gearbeitet haben oder wenig gearbeitet haben, geschaffen und die tatsächlich da gemeinsam mit Handwerk und mit Entsorgungsbetrieben Materialien wieder auf den Weg bringen. Das ist eine Übergangslösung, aber man schlägt natürlich auch 2 Fliegen mit einer Klappe, indem man diesen Arbeitsmarkt dann noch bedient, die sonst auch nichts zu tun hätten. Also, und dann Lehre und Forschung daran auch zu beteiligen, also das ist diese Vernetzungsfrage, die wird uns beschäftigen müssen. Vielen Dank. Laura Korschewski, bitteschön, Ihre Frage. Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank für das sehr interessante Panel. Ich wollte die Beteiligten fragen, ob sie oder welche Chancen sie damit verbinden, in Europa, in Brüssel wird aktuell im Europäischen Parlament oder im Trilog gerade die Gebäuderichtlinie verhandelt. Und da geht es um Vorgaben für Zero-Emission-Buildings, aber auch für energetische Sanierung. Und wenn das kommt, wenn die Einigung Ende des Jahres kommt, dann kann das einen richtig großen Impuls sozusagen für Innovationen in der Bauwirtschaft geben und für serielles Sanieren und höhere Sanierungsquote. Und genau, da wollte ich einfach fragen, welche Chancen und Hoffnungen Sie damit verbinden und vielleicht auch so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, ob wirklich alle Akteure das auf dem Schirm haben und wie wir sozusagen den grünen Druck auf ein gutes Verhandlungsergebnis dort aufrechterhalten können.
Na, Andreas Neumann, da müssen Sie jetzt mal ran. Ich habe Angst, dass am Ende diese solcher Vereinbarung, dann steht immer so eine Kompensierungsmöglichkeit. Dann wird Geld überwiesen für die Tonnen CO2, die eben nicht vermieden werden konnten, und dann ist man bei Null gelandet. Also solche Dinge muss man ausschließen. Also das halte ich für ganz wichtig. Ich glaube, man sollte auch mutig sein. Ich glaube, dass alles eigentlich auch schon geht, wo wir heute drüber sprechen. Ich habe auch, der Name ist gerade schon gefallen, mit Annette Hildebrand zusammen jetzt in den letzten 14 Tagen 2 Architekturwettbewerbe gemacht für den LWL. Und wir haben jede Menge Einreichungen gekriegt. Da war alles berücksichtigt, wovon wir heute sprechen. Also ist alles möglich. Aber nicht einmal, dass es diesen Baustoff nicht gibt oder dass eine Firma dann nicht bauen kann oder umsetzen kann oder dass Architekten diese Ideen nicht haben, sondern die Angst zu nehmen, sondern das geht heute schon auch ohne, vielleicht sogar freiwillig eher, als wenn ich eine Vorschrift mache. Aber man muss diese Kompensationsmöglichkeit mit Geld ausschließen. Also das würde ich auf keinen Fall zulassen, sonst sind wir da, wo wir bei vielen Sachen heute noch stehen. Da gibt es von vielen hier ein Nicken, aber möchte noch jemand etwas hinzufügen? Heike Roswer-Klinge, Sie vielleicht? Christina Patz, bitteschön. Also erstmal vorweg, ich setze große Hoffnungen auf die EU-Richtlinie an dieser Stelle, weil das Ziel Pariser Klimaschutzabkommen ist gesetzt, klimaneutraler Gebäudebestand ist gesetzt, und je länger wir das jetzt vertrödeln und wieder zurückrudern und so weiter, desto teurer kommt es uns als gesamte Gesellschaft. Es ist ein saurer Apfel, ja, aber je länger wir warten, desto saurer wird er, um das jetzt mal einfach so ganz einfach zu sagen. Und deshalb, wir können uns das einfach nicht leisten, dass wir jetzt Baumaßnahmen umsetzen, die dann, und eigentlich wollen wir ja 2035, also jetzt Architects for Future Sicht, klimaneutral sein im Gebäudebestand, beschlossen ist 2045, aber egal, ob die eine oder die andere Zahl. Es wäre wirtschaftlich totaler Unfug, wenn wir bis dahin nochmal sanieren müssen, weil das ist wirtschaftlich einfach nicht darstellbar. Das heißt, je früher wir einfach Klarheit haben, was es braucht, um klimaneutraler Gebäudebestand zu schaffen, desto besser ist es eigentlich für uns alle. Und ja, es wird was kosten, und wir müssen es einfach als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen, das braucht entsprechende Förderungen und so weiter, das braucht einen Schutz vom Gebäudebestand und viel weniger Neubau. Mhm. Hier kommt auch eine, sagen wir, Richtungsfrage, eine ganz grundsätzliche Frage. Müsste nicht die grundsätzliche Frage gestellt werden, wie die Kommunen mit dem Eigentum an ihren Flächen umgehen, um auf die Nutzung besser einwirken zu können? Ja, hätte man nicht schon alles verkauft, dann wäre das möglich. Da gibt es ein Nicken bei Eike Roswer-Klinge. Was sagen Sie? Das ist jetzt natürlich so ein Berlin-Thema. Die öffentliche Hand hat viel verkauft. Es gibt aber natürlich, ist die Bodenpolitik ein ganz zentrales Element. Aber generell das Regulieren. Wir hatten neulich einen Diskurs, da war Klaus Mindrup, der im Bundestag saß für die SPD und viel Gemeinwesen, Wohnen und so weiter macht. Der hat den Vergleich zwischen Automobil und Bausektor gemacht und hat gesagt, der Automobil weiß, dass sie in 20 Jahren keine Autos mehr verkaufen. Da schiebt sich das Geld irgendwie von A nach B, und das Modell, Businessmodell geht weiter. Ob dann die Arbeitsplätze noch da sind, ist eine andere Frage, aber das Businessmodell läuft weiter. Der Thomas Lützgendorf hat mal gesagt, dem Geld ist es egal, ob es Doppelhaushälften oder Schweinehälften bewegt. Und das, so pervers ist das eigentlich. Also müssen wir da natürlich auf der Geldseite viel tun. Aber ich glaube, was Herr Mindrup meinte, ist, dass wir das regulatorisch eingreifen müssen. Und wir müssen uns dazu entschließen. Wenn wir, also wir müssen ganz viel als Gemeinwesen akzeptieren. Wir müssen es kommunizieren. Die Gesellschaft muss es verstehen, dass wir das machen müssen. Und dann müssen wir diese Schritte gehen. Ich habe nur relativ große Bedenken, wenn wir hier einen passionierten Jäger und Porsche-Fahrer als Kassenwart haben gerade, der uns jeden Bürger, der irgendwie sich auf den Weg macht, das Bein stellt. Das ist halt das Problem. Und wenn wir da nicht schaffen, politisch auch das zu kommunizieren, die Gesellschaft war zum Jahreswechsel viel weiter, als sie heute ist. Und das ist meine große Sorge eigentlich, ehrlich gesagt. Das ist das, jetzt kommen diese großen Wahlkämpfe in Bayern, das wird ein bitteres Jahr wieder werden wahrscheinlich, weil das halt einfach, man irgendwie meint, man könnte das Problem lösen, indem man es weiter verschiebt. Und ich glaube, wir brauchen eine Entschlossenheit.
es wird viel von der Kommune ausgehen müssen, aber es muss natürlich auch der Bund vorangehen und darf da nicht mehr polemisieren und zu Klimaleugner werden. Und das ist ganz aktiv Klimaleugnung, das, was gerade da von Seiten Gelb kommt. Das ist, also kann man nicht anders nennen. Und das muss, da muss massiv was passieren. Also sonst, also ich bin da schier, also wir haben in Berlin natürlich jetzt auch mit dem Wahlwechsel und alles das, was jetzt gerade auf uns zurollt, mit neuer Bausenatorin und so weiter. Man weiß gar nicht, wo man jetzt noch anfangen soll. Ne? Wir haben so viel. Wir fragen Annabelle Reutern. Muss man mehr über Lösungen sprechen? Ja, muss bitte. Man, gut, sagt hier auch jemand im Chat, muss man über mehr Beispiele berichten? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte einen guten Start in den Tag heute. Um 8 Uhr habe ich schon ein Event gehabt online, wo ich diese Kreislaufwand eben mit den Partnern, mit denen wir das gemacht haben, vorgestellt habe. Und es ist wirklich faszinierend, das ist so ein kleines Projekt. Das ist ja noch nicht mal irgendwo richtig gebaut. Das ist ja nur so eine Art Prototyp. Und die Presse kommt gar nicht raus aus den Überschlagungen. Weil ich glaube, alle danach gieren, gute Sachen zu sehen, Lösungen zu sehen. Und eben, ja, genau, das Ganze, also bei mir ist es ja auch tagesabhängig. Manchmal denke ich so, ich kann es nicht mehr ertragen, wie soll das werden? Und am nächsten Tag denke ich so, yes, 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 es wird richtig gut. Und okay. Es passieren so gute Dinge. Ja, mehr gute Sachen erzählen. Zirkularhaus. Ja. Und das Buch, ich habe noch einen kleinen Buchtipp reingeschrieben vom Schöpfen und Erschöpfen von Maya Göpel. Ah, wenn man das liest, da fühlt man sich auch nicht mehr allein. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch für mich, ich bin ja auch Mitglied bei Architects for Future, mit das Schönste gewesen 2019, als ich nämlich eben sehr ganz andere Sachen gemacht habe, architektonisch, die ich heute nicht mehr machen würde, dass man auf einmal so eine Gemeinschaft hat und merkt, oh mein Gott, okay, ich bin nicht alleine. Und wenn man nicht alleine ist, kriegt man das auch hin mit anderen. Und knüpft an dem, was Andreas Neumann auch gesagt hat, auch unter Kommunen Netzwerke zu gründen, unbedingt. Zusammenzuarbeiten. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt schon zur schnellen kurzen Abschlussrunde. Wir stellen die kurze Frage an Eike Roswag-Klinge. In 5 Jahren, was werden wir dann sagen? Gute Güte, wie konnten denn die Menschen dieses Gebäude bauen? Welches fällt Ihnen da ein? Das werden wir also in Zukunft nicht mehr haben. Die Erweiterung des Kanzleramtes. Die Erweiterung des Kanzleramtes. Okay. Muss man die abreißen? Nee, die wird ja jetzt gerade erst gebaut und also die wird komplett falsch gebaut. Ach, die Erweiterung. Okay, die ist riesengroß. Ja, vielen Dank. Ja. Okay, sollte man eigentlich nicht machen. Andreas Neumann, warum sollten andere Kommunen auch so eine Leitlinie machen, wenn Sie das in einem Satz sagen würden? Was bringt das? Ja, man schafft Tatsachen. Also in dem Moment, wo das Ding verabschiedet ist, ist die Vergangenheit vergessen und man kann tatsächlich in die Zukunft blicken. Also man braucht sich auch keine Gedanken mehr drum machen. Klar, technische Veränderungen, die Welt dreht sich, aber man hat erstmal was erreicht in dem Moment. Wunderbar, Dankeschön, Andreas Neumann und Christina Patz. Der entscheidende Satz in einer echten Umbauordnung. Den einen wissen wir schon, Erweiterung des Kanzleramtes sein lassen und der zweite? Klimaneutrales Bauen als Mindeststandard setzen, Umbauen als das neue Normal und kreislauffähiges Bauen als das neue Normal. Vielen Dank. Und Annabelle von Reutern, in 5 Jahren, was empfinden wir dann als ein schönes Gebäude? Ein schönes Gebäude wird ein Gebäude sein, was innerhalb der planetaren Grenzen entstanden ist. Vielen Dank. Annabelle von Reutern, Andreas Neumann, Christina Patz, Eike Roswag-Klinge. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Paris hat 2015, so schrieb der Spiegel, auch eine Strafe für Firmen eingeführt, die Büroflächen leer stehen lassen. Außerdem hat die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo bürokratische Hürden abgebaut. Von denen haben wir eben schon gehört. Beim Bau von Wohnhäusern müssen nicht mehr unbedingt auch Parkplätze geschaffen werden. Abstandsregeln wurden abgeschwächt, damit Balkone an ehemalige Bürogebäude gebaut werden können. Und bis 2020 sind so, laut Hidalgo, 350.000 Quadratmeter Wohnfläche in ehemaligen Büros entstanden. Möglich ist da einiges. Man darf sich nicht abschrecken lassen. Man muss offenbar anpacken. Das machen sie. Und die Frage ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Das sagen Ihnen nun nochmal Sabine Drewes und Ulrike Wolf. Und ich sage derweil schon mal, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Mitdenken und Mitdiskutieren. Machen Sie es gut. Und jetzt Sabine Drewes und Ulrike Wolf. Bitteschön. Tschüss.
Ja, vielen, vielen Dank auch von mir für diese spannende Veranstaltung, für die Beiträge der ReferentInnen und auch die vielen praktischen Beispiele, die hier genannt wurden. Wir werden das natürlich wieder dokumentieren. Zwei Hinweise noch zum Ausklang. Wenn gleich die Schlussfolie eingeblendet wird, finden Sie da einen QR-Code, den Sie einscannen können und dann uns ein Feedback geben, was wir an dieser Veranstaltung möglicherweise verbessern können, wie Sie es fanden. Und es geht weiter. Der nächste Termin ist am 28. September, wieder um dieselbe Zeit. Und da führen wir in gewisser Weise die Diskussion von heute weiter. Da geht es nämlich um das Thema Flächenverbrauch und was das eigentlich mit Klimaschutz zu tun hat und was man dagegen unternehmen kann. Also vielen Dank und ja, einen schönen Abend wünsche ich. Auch von meiner Seite natürlich vielen Dank an die Runde. Es war hochspannend und es hat mich auch sehr optimistisch gestimmt. Und ich hoffe, wir haben die WDR-Maus und noch mehr auf unserer Seite und erreichen ja die breite Masse, weil die Lösungen sind da. Die Erkenntnisse sind da. Wie oft ist es ein Umsetzungsproblem? Und ja, ich bin gespannt und ich freue mich und hoffe, Sie wiederzusehen. Und vielen Dank fürs Mitmachen und dabei sein.